Heute zeige ich euch die schlimmsten Pet Simulator X Fake Spiele. Aber bevor das Video beginnt, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, das wäre ziemlich nice. Wir haben am Anfang jetzt schon mal 4 Pets, die wir equippen können. Entweder den Dog, die Katze, den Bunny oder die Hubert. Ich will die Hubert Cat natürlich. Oh, die ist ziemlich klein. Das ist eine ziemlich kleine Katze. Und das ist jetzt einfach basically Pet Simulator X, bloß ein bisschen anders. Und ich habe ein Free Hoverboard, habe ich gehört. Aber wie kann ich mir das claimen? Ah, ich habe da? Nein. Golden Cat Hoverboard. Es gibt ein Huge Cat Egg für Robux. Warum ist das so? Das ist so teuer. Warum ist das? Es sind einfach die gleichen Game-Pässe. Bisschen billiger. Das macht einfach keinen Sinn. Aber ich habe einen Ultra-Lucky-Boost. Den will ich erstmal benutzen. Und ich will jetzt hier erstmal mein Hoverboard equippen. Und jetzt habe ich dieses Regenbogen-Hoverboard. Und meine Hubert-Cat hat 3. Das ist schon mal besser wie ein normales Starter-Pad. Das ist doch super, Leute. Wir bekommen jetzt eher erstmal Candies. Halloween-Candies? Also haben wir jetzt auch noch... Ah, da ist eine Kanone. Zum Halloween-Event. Halloween-Event-Rerun. Ich will nichts sagen, aber wir haben Februar. Warum gibt es jetzt Halloween? Wir haben Februar. Halloween ist im Oktober. Das ist noch über ein halbes Jahr hin, bis es mal wieder kommen sollte eigentlich. Wir farmen hier jetzt einfach ein bisschen was, dass wir uns Eier leisten können. Dass wir vielleicht ein paar Loopback bekommen. Und mal sehen, was das so alles wird hier. Wir packen Hubert weg und Hubert neu hin. Und Hubert ist größer. Anscheinend soll er seine Größe verändern können. Oh ja, Hubert ist jetzt ein bisschen größer hier, als er davor war. Was ist denn mit Hubert los? Was ist mit Hubert? Ich will traden. Hey, Pro Killer Jeremy. Einen Bunny. Einen Hubert. Den habe ich auch. Hey, dann bekomme ich noch einen zweiten Hubert. Das ist doch super. Dann habe ich jetzt 2 Huberts. Es funktioniert halt wirklich genauso wie Pet Simulator X. Und das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht scheint. Du kannst nicht einfach Pet Simulator X klauen und das machen. Aber es funktioniert halt einfach so. Oh, ich habe noch eine Anfrage von Luck Game Pet Simulator. Er hat noch einen Hubert-Cat. Das ist doch super. Wir lieben unsere Hubert-Cats. Ich kann mir jetzt schon das Spotted Egg leisten für 1000. Dann holen wir uns das einfach mal. Dieses Spotted Egg. Das scheint auch ziemlich gut zu sein. Gehen wir hier hin und holen uns ein Spotted Egg. Und daraus bekommen wir ein Piggy. Und das hat 9? 7. 7 hat das. Dann setzen wir unser Piggy noch hier ran. Und schauen, dass wir schnellstmöglich in die neueste Welt kommen dann. Gibt es hier auch Loopbacks? Das wäre ziemlich gut zu wissen. Aber es gibt, soweit ich weiß, keine Loopbacks. Wir schauen mal, bis dieses Ding kaputt ist. Vielleicht bekommen wir da mal. Kannst du mal in die Achievements reingucken? Okay, hier gibt's Egg-Opener. Cool. Hier gibt's Easy-Tasks, paar Medium-Tasks. Ha, das sind so ziemlich die gleichen Achievements hier. Es gibt keine Loopbacks. Mann. Oh, eine 40er-Turtle. 2 40er Turtles. Gönnen wir uns die direkt mal. Plus noch ein Bluefish. Danke dir. Und equippen mal die besten Pets. Jetzt haben wir gute Pets, Leute. Dann können wir jetzt auch hier die Sachen einfach mal abbauen. The Giant Pumpkin Chest has spawned in Fantasy. Nein. Und die haben keine Collisions, diese Chests. Pet Simulator hat man normalerweise hier schon Collisions. Hier nicht. Oh, bin ich langsam ohne Walk Speed. Junge, bin ich hier langsam unterwegs. Wir müssen jetzt hier erstmal in die zweite Region kommen. Ich habe genug Coins, um in die zweite Area zu gehen. Und hier können wir schon diesen demolierten Safe mal abbauen. Oh. Oh, brauchen meine Pets lange hier rüber zu kommen. Mach doch mal schneller, Pets. Das Grasegg kann ich mir auch schon leisten. Super. Oh, und da gibt es die Halloween-Upgrades. Das ist gut. Die gibt es halt dann permanent. Nice. Und ich habe keine Gems für irgendwas, aber ich habe einfach gar keine Gems. Also ich kann nur sagen, dass dieses Spiel irgendwann gebannt wird, sicher. Also wenn das Spiel nicht gebannt wird, keine Ahnung. Das wäre sehr, sehr komisch. Das wäre verdammt komisch. Weil es ist halt Real Talk 1 zu 1 alles geklaut. Es ist halt alles geklaut. Gut, wir haben genug Coins tatsächlich schon für den Beach. Dann lass uns mal hier reinschauen. Hier können wir theoretisch dann auch schon Pets fusen, aber nee. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch unsere Kiste hier fertig ab und schauen dann mal weiter. Wir brauchen auch, glaube ich, 10.000 für die ersten Halloween-Pets. Ich weiß es gar nicht, wie viel wir brauchen, wie viel Candies. Können wir später mal schauen. 6.000 zu tauen. Glücklicherweise habe ich ein Hoverboard und dann interessiert mich das nicht so sehr. Aber wir gehen jetzt hier erstmal hin und holen uns ein Beach Egg. Oh, das ist nicht eingefärbt worden, aber das ist schade. Das hätte man auch noch machen können, dass die dann so blau werden oder so. Aber egal, wir haben einen Green Fish bekommen und Green Fish hat schon mal 44. Das ist besser als ein Chick. Den gönnen wir uns gleich mal. Und dann schauen wir mal hier. Vielleicht machen wir das mal kaputt. Irgendwas kaputt machen. Wie weit geht das? Bis zum Exolotl-Ocean. Also es ist tatsächlich auch jede Welt dabei. Oh mein Gott. Ist halt auch jede Welt dabei. Was hast du denn für Pets, Mr. Monkey Bro? Oh, 400er. Ein Snow Squirrel. Das ist ziemlich stark. Das ist 10-mal so stark wie das, was ich gerade habe. Dann equippen wir das mal und bauen einfach mal diese Kiste hier ab. Hier entspannt die Kiste abbauen. Und dann gleich mal weitergehen in die 400.000er-Region. Sobald es geht. Die Frage ist, ob es Codes gibt. Wenn es jetzt noch Codes gibt, dann wäre das ziemlich cool. Wenn wir jetzt zum Beispiel 404 Roblox eingeben können. Code does not exist. Mann, da gibt es hier Custom Codes. Aber ich schau mal kurz. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sehe keine Codes gerade. So, wir haben genug für die Mine. Wir sind jetzt einfach schon hier, wo wir theoretisch Rainbow Pets machen könnten. Aber warum sollten wir Rainbow Pets machen? Wir können jetzt einfach hier mal diese Kiste abbauen und schauen, dass wir viele Coins bekommen und weiterkommen in dem Spiel. So war das Spiel im Pet Simulator X vor Lootbags. Du wärst schon Fantasy-Welt mit Lootbags. 20 Minuten, nein.
hinein. Ich wäre in 10 Minuten vielleicht in der Fantasy-Welt mit Loopbacks. Wir sollten jetzt mal nachschauen, wie viel Candy wir brauchen, theoretisch. Wie viel Candy bekomme ich denn? 66.000 habt ihr, dann baue ich die mal ab. Lass mich die abbauen, please. Please. Pets. Pets. Meine Pets sind noch gar nicht da. Meine Pets waren noch gar nicht da. Okay, schauen wir mal ins Halloween-Event. Spooky Upgrades. Achso, das ist einfach die gleiche Upgrade-Station nochmal. Make Ghost Pets. Also nach Dark Matter kann ich noch Ghost Pets machen. Okay, 25.000 brauche ich für das erste Egg. 25.000 Candy, das bekomme ich frühestens in der Fantasy-Welt, glaube ich. Das kann noch ein bisschen dauern. Was sind das für Coins, die zwischen den Gems und Coins sind? Das sind die Halloween-Event-Coins. Das war beim Halloween-Event im Pet Simulator X, waren das die Coins, die man sammeln konnte. So ähnlich wie die Winter-Event-Coins. Wisst ihr? Bloß halt mit dem Halloween-Event. So, ich habe aber gesehen, tatsächlich, ich bekomme hier 35 Pet-Slots oder so. Aber keine Ahnung, was das sein soll. Also, ich habe jetzt Slots in der Bank, aber ich kann die nicht benutzen. Oh, da ist das Cat-Hoverboard. Oh mein Gott, das ist das Cat-Hoverboard. Schaut euch das an. Oh, ich habe genug Coins für die Winter-Area. Das hört sich doch schon mal ziemlich gut an. Dann lass uns mal in die Winter-Area weiter vorpreschen. Es ist doch noch gar nicht die Glacier-Region, nur die Winter-Region. Aber hier kann ich mir auch gleich neue Pets gönnen, wofür es auch wirklich Zeit wird. Aber dafür brauche ich noch ein paar Coins. So mäßig. Okay, Jake, was hast du denn für Pets für mich? Oh, das hört sich doch schon mal gut an. 75.000, 74.000, 68.000 und 2.000. Das nehme ich doch mal gerne an. Oh, das nehme ich gerne an. Dann equippen wir mal die Pets und schauen mal, wie weit wir mit diesen Pets so kommen. Ich hoffe mal ein bisschen schneller wie davor. Ja, schaut euch das an. Oh, erstmal zum Pro abgerankt. Das ist doch super. Das will man doch haben. Erstmal 720.000 instant. So, und jetzt müssen wir uns einfach mal nach vorne farmen. Mit diesen Pets schaffen wir es, glaube ich, auch in die Fantasy-Welt schon mal. Ich denke, das sollte möglich sein, ein bisschen weiter hier zu kommen. Ich habe 5,5 Millionen, das heißt, wir können in die nächste Region gehen. Jetzt sind wir im Glacier und im Glacier bauen wir auch ein paar Sachen ab. Einfach, um uns ein paar Coins zu gönnieren hier. 16,5 Millionen brauche ich für die nächste Region. Dafür muss ich aber dann schon ein bisschen noch farmen. Ein bisschen farmen. Okay, ich habe genug Coins jetzt auch schon für das Desert. Dann lass uns mal hier ins Desert gehen und dem Typen einfach mal sein Ding ab wegklauen. Zum Tut mir leid, aber ich musste kurz deinen Tresor hier wegklauen. So, wir haben genug Coins hier für die Volcano-Region. Und wir könnten mal versuchen, die Riesenkiste hier abzubauen. Aber ich denke, dass die ein bisschen zu groß ist. Aber ein paar Coins bekommen wir daraus. Wir brauchen ja nicht allzu viele. Und ja, keine Kollision, die Kiste. Schaut euch das an. Einfach keine Kollision hier drin. Oh, ihr wolltet doch schon immer mal wissen, wie die Kiste von innen aussieht. So cool. Oh, die Kiste gönnt aber schon ziemlich gut. Wir haben gleich genug für die Fantasy-Welt, Leute. Oh, noch ein, zwei Ticks. Ein, zwei Ticks. Komm. Wir haben genug, um die Cave Area frei zu schalten und uns hier zu teleportieren in eine neue, weite Welt. Und hat sich hier in der Fantasy-Welt was verändert? Wir können eigentlich mal in die Pet-Collection schauen. Was ist so in der Pet-Collection hier los? Es sind halt alle Pets hier. Haben wir neue Huge-Pets hier? Huge-Dog ist hier drin und 17 existieren davon schon. Das ist ja cool. Huge-Dragon 12. Das erscheint mir ziemlich cool zu sein. Wir könnten uns jetzt hier Enchanted-Eggs kaufen für 7.500. Oder Ancient-Eggs und ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen... Oh, wir haben zwei von diesen Pumpkin-Dingern. Dann lass das mal abbauen. Wie viel Candies bekommen wir da raus? Wir wollen nämlich die Candy-Eggs haben eigentlich. Okay, das ist jetzt kaputt. Das ist auch kaputt. Naja, dann bekomme ich da wohl nichts raus. Hast du irgendwas Gutes? Oh, 19 Millionen. Das ist ein verdammt starkes Pet. Danke dir. Habe ich jetzt eigentlich endlich mal irgendwelche Boosts, die nützlich sind, bekommen? Oder immer noch? Nein, nur zwei Super Lucky. Och, Mann. So traurig. So ist das Leben. Dann können wir uns sogar schon die Ancient-Region leisten. So, kaufen wir uns das bei... Oh, wir können uns die, glaube ich, doch noch nicht reißen. Weiß es nicht ganz. Jetzt sollten wir uns die... Oh, immer noch nicht. 10.000 noch. 10.000 Fantasy-Coins, dann haben wir es. Das dauert so lange zu farmen, Leute. Obwohl ich jetzt so OP-Pets habe, kann ich mir trotzdem diese ganzen Fantasy-Coins einfach nicht erfarmen. Ja, jetzt habe ich sie aber. 85.000, das heißt, es geht weiter in die nächste Region. Und hier können wir mal diese Riesenkiste abbauen. Die Riesen-Ancient-Chest. Da brauchen wir tatsächlich ein bisschen länger. Obwohl wir gute Pets haben, geht das gar nicht so schnell. Das ist ziemlich schade. Aber ich bin jetzt schon zum Master abgerankt und habe jetzt auch mal endlich einen Triple-Damage-Boost bekommen. Wurde auch mal Zeit, Bruder. Wurde Zeit für einen Triple Damage Boost. Die Kiste ist kaputt und ich habe 400.000, 500.000. Naja, ist okay. Wir bräuchten aber wenigstens 18 Millionen eigentlich. 18 Millionen wäre das, was ich eigentlich bräuchte. Aber ich denke, das werden wir jetzt nicht zusammenbekommen. So, wir haben 1 Million Coins, Leute. 1 Million Fantasy Coins. Und davon kann ich mir jetzt nicht viel leisten. Außer vielleicht hier die Samurai Island, die ich mir freischalten kann. Wir spielen jetzt Pet Simulator X mit einer riesen Hubert-Kette.
Ja, das ist wieder ein Pet Simulator X Fake Game. Mal wieder eins von denen. Und wir haben hier eine riesen Hubert Cat. Und wir werden heute auch hoffentlich eine riesen Hubert Cat ziehen. Aber schauen wir jetzt einfach mal, was hier so los ist. Ich habe ziemlich viel Speed hier. Und wir gönnen uns jetzt hier einfach mal ein Ei, denke ich mal. Was für Pets können wir denn aus diesem goldenen Ei so bekommen? Einen Hund, okay. Sehr schön, dann equippen wir mal ganz kurz unseren Hund. Und dann bauen wir diesen Coin ab. Cool, schau ich das an, wie das so rot angehittet wird. Ja, können wir diese Eggs auch hatchen? Oh, da können wir auch Eggs hatchen. Was bekommen wir daraus? Eine Huge Cat oder so? Was bekommen wir da? Oh, ein Hubert. Wir bekommen einen Hubert. Für 400.000 bekommen wir diese Eggs, 50.000 diese neuen Pets und für 500.000 die. Hey, aber an der Stelle ist es jetzt auch Zeit, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, weil das würde mir wirklich helfen, weiterhin solche Videos machen zu können. Okay, dann holen wir uns noch einen weiteren Hubert, einfach ganz normal. Oh, die haben 2.300 jeweils. Was zur Hölle? Und warum habe ich Pets, 6 Pets Equip Slots? Dann holen wir uns noch einen Hubert und direkt gleich noch einen Hubert. Sehr schön. So gehört sich das. Jetzt haben wir 6 Slots. Ah, equippen wir das, equippen wir das und equippen wir das. Ausgefüllt. Bauen wir mal das hier einfach ab. Kann ich vielleicht auch Pet Sanding auf All machen? Das wäre voll cool so. Aber leider nicht. Aber diese Kiste können wir abbauen. Ja, Mann. Bau diese Kiste ab. Ich habe jetzt 29.000 Coins. Das heißt, wir können schon in die 10.000er Coins Area gehen einfach mal. Kaufen wir uns die frei und bauen diese Kiste hier ab, diese Kisten hier ab. Die haben auch schon einiges an Durability, aber die gehen schon kaputt mit der Zeit. Und wir bekommen hoffentlich auch gleich ein paar Coins. 8.000, 123.000 Coins. Ja, Mann. Für 500.000 können wir uns das Kratzereck holen. Das machen wir auch gleich mal. Okay, für 1,25 Millionen kann ich sogar in die nächste Region. Und was gibt's hier für Eier? Oh, vielleicht will ich gar nicht dieses 500k-Eck haben. Vielleicht will ich hier irgendwas haben. Was ist das hier? Crazy Preston Pet. Elektrowolf. Oh mein Gott, ein Galactic Dominus. Ein Mutated Dragon. Ein Toxic Pterodactylus. Das sind ja so coole Pets. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das existiert. Ich will eigentlich nur weiter Pets farmen. Lass mich weiter Pets farmen, Bruder. Hier, weiter farmen. Okay, wir haben 500.000. Ist der Teleporter for free? Ich hoffe doch. Er ist for free. Und dann machen wir mal dieses Egg hier auf und schauen, was wir daraus bekommen. Was bekommen wir aus diesem Egg? Einen Huge Cupcake tatsächlich. Okay. Der hat 15.000. Ja, Mann. 15.000 ist auch schon sehr, sehr stark. Dann gönnen wir uns einen von diesen. Aber wir sollten vielleicht auch mal dieses 400.000er Ecke aufmachen gleich. Oh ja, ich denke, das macht auch Sinn. Können wir uns eigentlich in Regionen teleportieren, in denen wir noch gar nicht freigeschaltet haben? Okay, können wir nicht. Aber wir können uns in den Forest teleportieren und hier mal alles abbauen. Ganz entspannt. Das geht ziemlich schnell. Okay, der Cupcake macht ziemlich viel Schaden. Bam, bam, bam. Machen wir hier ein bisschen Schaden. Auch entspannt. Hier gibt es auch Upgrades wieder. Ich habe 10.000 Gems. Dann schauen wir mal, was für Upgrades wir uns so... Okay, es gibt keine Upgrades. Ich darf nicht mal zu den Upgrades gehen. Danke, Spiel. Ziemlich stark von dir. Ziemlich gutes Spiel, würde ich sagen. Noch nie ein besseres Spiel gespielt als dieses Spiel. Ja, Mann. So, hier. Bam, bam, bam. Und wir haben wieder 500.000. Wir fahren mal auf 800 oder 900.000, weil wir dann mal sehen, welche Pet wir uns wirklich gönnen sollten. Oder wir schauen in die neue Region. Ja, wir schauen in die neue Region einfach für 1,25 Millionen. Was ist mit meinen Pets los? Hallo? Pets? Okay, die sind jetzt einfach stuck in der Luft. Aber sie machen trotzdem noch Schaden. Da ist ja alles okay. Ist mir egal. Ihr könnt gerne stuck sein in der Luft, solange ihr weiterhin Schaden macht. Habe ich kein Problem mit. Macht mal kaputt, Leute. Macht kaputt. Brauche dieses Cash. Aber ich weiß halt noch nicht, was ich mit meinen Gems hier anfangen könnte. Das wäre gut zu wissen. Ich wüsste gerne, wofür ich meine Gems jetzt auch brauchen könnte. Aber keine Ahnung. Wir bauen jetzt einfach hier ein paar weitere Kisten ab, um hier mit uns in Huge Cupcake weiterzufarmen. Mann, ist das nervig. So, noch eine Kiste hoffentlich. Und dann sollten wir fertig sein, oder? Ja, wir haben genug für die nächste Region. Lass uns hier hingehen und bam, 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 bam. Bauen wir diese Kiste ab. Wie viel Durability hat die? Ich kann es einfach nicht sehen. Dann 9,8. Was? Das ist viel zu viel. Das kann ich nicht abbauen. Kann ich zu den Fuse-Pads gehen? Ja, da kann ich hingehen. Aber ich kann auch keine Pets fusen. Danke, Spiel. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Vielleicht soll ich meine Pets einfach nochmal neu equippen. Vielleicht soll ich das machen. Ich kann meinen Cupcake nicht mehr equippen. Nein, mein Cupcake ist weg. Die anderen Pets funktionieren, aber mein Cupcake ist weg. Wir unequippen nochmal alle Pets hier. So, 15.000. Jetzt kann ich meinen Cupcake equippen. Ja, Mann, jetzt funktioniert. Und jetzt sind die hoffentlich auch wieder normal. Das wäre ganz cool. Bau mal das Zeug hier ab, Leute. Okay, sie machen trotzdem nicht. Sie machen einfach trotzdem nicht. Ja, ich bin fein damit. Von mir aus, wenn es sein muss. Oh, jetzt verstehe ich, warum ich nicht equippen konnte. Ich kann natürlich kein 7. Pet equippen. Aber es wird halt auch nicht irgendwie ein Fehler oder so angezeigt. Aber natürlich, ich kann nur 6 Pets equippen. Ist ganz logisch, dass sich das letzte nicht mehr equippen lässt. Lass uns jetzt aber hier weiter ein Egg öffnen, weil hier gibt es ja weitere Eggs. Oh, was ist das hier hinten für 100.000 Gems? Kann ich noch was weiteres anlocken? Nee, das will ich nicht. Hier sind Free Exclusive Eggs. Oh, das sind aber keine Free Exclusive Eggs. Okay, holen wir uns einfach mal hier so einen Demon. Wir haben einen Mythical Demon, ja. 45, das ist absolut schwach. Gibt es irgendwelche starken Pets hier vielleicht? Vielleicht so starke Pets? Eine Fairy Queen, okay.
75. Okay, die sind absolut schwach, die Pets. Das machen wir nicht. Wir öffnen jetzt dieses Pet hier. Oder dieses Egg und schauen, dass wir ein gutes Pet bekommen. Eine Crab, die ist schlecht. Oder zwei, das ist echt schlecht. So eine Crab ist echt nicht gut. Ich glaube, wir gehen mal wieder auf unsere Huge Cupcakes. Ich denke, das ist das Beste bisher. Einfach auf die Huge Cupcakes zu gehen. 1 Million haben wir jetzt wieder. Das heißt, wir könnten uns theoretisch 2 Cupcakes holen. Oder wir können versuchen, eine Huge Cat oder so zu ziehen. Versuchen wir, eine Huge Cat zu ziehen. Das wird ja sicher gut funktionieren. Oder was gibt's für Pets? 24%? Nee. 9%, 50, 3. Gehen wir auf die Huge Hack Cat. Können wir Triple X machen? Nee, wir müssen natürlich einen Game Pass kaufen für Triple X. War ja klar. Okay, 404. Ich will die 404 Dimensions nicht. Gib mir einfach eine Huge Hack Cat, bitte. Ja, wir haben eine Huge Hack Cat. Und wie stark ist die? 3129. Okay. Es ist besser als ein Free Hubert. Aber auch nicht gut, muss ich sagen. Es ist nicht gut. Öffnen wir mal wieder ein weiteres von diesen Eggs. Weil das, die Crab ist ja schlecht. Aber so ein Ice Cream Cone oder so eine Lucky Cat wird ja safe gut sein. So eine Lucky Cat zum Beispiel, die wird auch 5000 haben. Da 4200. Okay, es lohnt sich überhaupt nicht. Wir öffnen einfach weiter den Huge Cupcake. Das macht am meisten Sinn. Auch für 30.000 Coins können wir auch diese Region öffnen. Das wusste ich gar nicht. Was gibt es denn hier für 30k? Welcome. Okay. Was können wir hier machen in dieser Region? Oh mein Gott, das ist die Vorstadt. Welcome to Pet Simulator X-Town. Hallo Pet Simulator X-Town. Was läuft so? Was gibt es hier so zu tun? Es gibt hier nur einen langen, langen Weg, den ich wirklich nicht gehen will. Da hinten ist ein Haus. Ist das Prestons Haus da hinten? Finden wir gerade Prestons... Oh, das ist Spielplatz. Aber finden wir da hinten Prestons Haus? Können wir mit diesen Dingen fahren, bitte? Mann, können wir nicht. Kann ich schaukeln? Please? Auch nicht. Ich will doch nur schaukeln in diesem Spiel. Mann, warum darf ich nicht schaukeln? Okay. Hier haben wir ein Haus. Hallo? Hallo? Oh, die Türen sind offen. Ist jemand zu Hause? Jemand zu Hause so? Oh, das ist ein Lagerfeuer und so. Money ist gleich Donate. Donate ist gleich Pay-to-Win-Game. Pay-to-Win-Game ist gleich Hate. Hate ist gleich 1 Million online. 1 Million online ist gleich Robux-Crash. Roblox-Crash ist gleich Hype. Hype ist gleich Money. Und das ist der Kreislauf des Lebens. Hype ist gleich Money. Und Money ist gleich irgendwas anderes. Ich weiß es gar nicht mehr. So, setzen wir uns mal zurück, weil wir wollen natürlich weiter grinden hier. Oh, Rewards ready. Kann ich auch Rewards mir gönnen? Nee. Gibt's aber die Goldmaschinen? Oh, die funktioniert ja wenigstens, die Goldmaschinen. Dann lass uns mal Huberts machen, oder? Die Frage ist, wie funktioniert sie? Ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Ich klicke einfach irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Das ist gut genug. Wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Cash-Mash, Leute. Guck, Lucky Cat Stats. Oh, die hat 16.000? Warum hatte die gerade 4.000? Auf einmal hat die 16.000, wenn ich sie equippe. Was ist bei dir los? Ist es bei der Crab auch so? Oh ja. Hey, die sind ja viel stärker als erwartet. Die buggen einfach nur. Wow. Ah, die sind... Oh, ich verstehe. Verstehe. Oh mein Gott, ich verstehe, was passiert. Die haben die Stats, wie sie im Normal der Form hätten. Aber wenn du sie dann equippst, haben sie ihre Gold-Stats. Ich bin so smart, Leute. Nennt mich Mr. Smartman. Vielleicht sollen wir dann doch die anderen machen, weil ich eine Huge Lucky Cat haben will. Ich will eine Huge Lucky Cat haben. Deswegen fahren wir jetzt mal auf 1,2 Millionen. Dann schauen wir mal weiter. Mr. Smarty. Ja, so nennt man mich auch in Fachkreisen. Okay, dann lass uns weiter diese Eggs öffnen einfach. Weil wir können hier gute Pets ziehen. Zum Beispiel keine Krabbe. Okay, es wurde eine Krabbe. Aber zum Beispiel jetzt keine Krabbe. Okay, es ist schon wieder eine Krabbe. Wie wäre es, wenn es jetzt keine... Ey, wir haben 3 Krabben gezogen. Ich liebe Krabben. Wir packen mal diese weg und equipen einfach die Krabben. Die sind ja nicht so schlecht. Sind nicht so schlecht. Huge Hack Cat weg. Wir wollen eigentlich nur unsere Huge Lucky Cat ziehen. Aber bis jetzt ist leider noch nicht Zeit dazu. 4 Millionen davon können wir uns jetzt 10 von diesen Eiern holen. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir können unsere Pets aber auch nicht deleten, oder? Ah doch, können wir. Wir können Pets deleten. Dann deleten wir mal diese unnötigen Pets hier, weil wer braucht schon diese Pets, ganz ehrlich. Wir haben nur die Besten der Besten. So, Exclusive. Und wir wollen jetzt die Huge Lucky Cat ziehen. Das wäre ganz cool. Ice Cream Cone, gar nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Der Crab, ja, ist jetzt nicht das beste Pet. Ja, noch eine Ice Cream Cone, gönnen wir uns. Wir gönnen uns einfach ein bisschen was von dem Zeug noch. Wir haben jetzt einige Ice Cream Cones bekommen und auch noch eine Lucky Cat. Das heißt, wir equippen mal die Lucky Cat. Wir de-equippen mal die ganzen Crabs hier, weil wir brauchen schon Crabs. Und equippen mal Ice Cream Cones, die 12.800 haben, was schon absolut stabil ist. Stabil, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt gute Pets auch und haben wieder 4 Millionen. Das heißt, wir können uns die Mine hier gönnen. Und in der Mine können wir vielleicht Rainbow Pets machen. Wir schauen mal. Okay, 1 Million ist ein bisschen zu viel. Bauen wir mal dieses Ding hier einfach ab, weil, wisst ihr, da bekomme ich Gems, glaube ich, draus. Und wir brauchen 1 Million. Okay, da steht jetzt Gems auf einmal. Stand da davor die ganze Zeit Coins, weil hier steht jetzt Gems. Aber ich habe jetzt Gems, aber hier ist immer noch ein Coin-Zeichen. Keine Ahnung, irgendwie so, denke ich. Oh, ich habe jetzt 1 Million Gems. Das wird sogar reichen. Cool. Aber ich kann keine Rainbow-Pets machen. So, holen wir uns erstmal diese 1 Million Gems-Ding. Und dann brauchen wir für die nächste Area 3,5 Millionen Gems. Ich glaube, das ist auch okay. Das sollte auch klar gehen. Bauen wir diese Riesen-Gem-Dinger ab. Die haben
sich bis jetzt am meisten gelohnt, glaube ich. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz zum Spawn zurück, weil beim Spawn gibt es auch was sehr Interessantes für mich. Nämlich gibt es ja auch... Okay, ich kann mich nicht zum Spawn teleportieren. Warum? Warum nicht? Will mich doch nur teleportieren, please. Jedenfalls, hier können wir uns für 100.000 Gems auch was gönnen. Und für 1 Milliarde können wir das Eier... Nee. Ich habe keine Milliarde Coins. Muss nicht sein. Ich verzichte mal darauf. Gibt es eigentlich noch neue Eier in dem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Wir werden jetzt mal die nächste Welt einfach freischalten. 3,5 Millionen Gems. Hier habe ich easy zusammen. Und dann kommt... Oh, da sind neue Eier. Ich sehe sie. Neue Eier. In Sichtweite. Wie teuer sind denn die neuen Eier hier? Wie teuer sind sie? Was zur Hölle? Kann die nicht... 99 Milliarden? Die kann man gar nicht kaufen. Ich werde gescammt. 142 Millionen Coins. Wie zur Hölle soll ich das schaffen? 142 Millionen Coins. Was ist los mit euch? Was denkt ihr, wer ich bin? Denkt ihr, ich bin ein Scheich oder so? Als hätte ich zu viel Geld in meinem Leben oder so. Dann öffnen wir wieder diese Exclusive Eggs und hoffen auf eine Huge Lucky Cat. Ja, Mann. Bitte Huge Lucky Cat, das wäre sehr gut. Wir wollen keine Crap, wir wollen eine Huge Lucky Cat. Ich habe 12 Millionen Coins und die müssen jetzt auch well gespendet sein, um eine Huge Lucky Cat zu getten. So, dann packen wir die ganzen weg. Wir haben so viele Lucky Cats gezogen, wir können nur Lucky Cats equippen, glaube ich. Equippen. Und dann gehen wir wieder hier hin und machen die zum Beispiel kaputt. Bam. Wir wollen jetzt diese Eggs öffnen, weil wir wollen jetzt gute Pets. Gute Pets, please. Bitte ein gutes Pet. Aber wir haben heute, glaube ich, keine guten Pets. Weiter öffnen. Ich muss öffnen. Haben wir eigentlich schon eine Huge Lucky Cat gezogen? Ich achte überhaupt nicht drauf. Ist mir sowas von egal. Gerade. Ich will einfach nur die Lucky Cat jetzt haben. Gib Lucky Cat. Gib Lucky Cat. Gib Lucky Cat. Oh, wir haben endlich die Huge Lucky Cat. Das hat viel zu lange gedauert. Aber wie stark ist sie denn? Wir haben viele Eier geöffnet. 120 Pets. Wir haben mehr Eier geöffnet, als wir sollten. Doppelt so viele. 7.300 normal. Das heißt, wenn wir die gleich equippen, hat die irgendwie 35.000? Ich weiß nicht. Wir schauen mal. Wie viel hast du denn, Huge Lucky Cat? 29.000. Also, die haben immer vierfach mehr. Okay. 29.000 hat die Huge Lucky Cat hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Huge Lucky Cat. Und die hat noch, gar noch solche Coin-Partikel. Das ist ein so gutes Pet. Ich würde nie wieder Pet Simulator X ohne mein Huge Lucky Pet, Pets spielen. Wir sind hier in der Spawn-Welt. Und es gibt eine Luck-World. Das ist das Erste, was ich sehe, wenn ich hier spawne. Es gibt eine Luck-World. Da hinten haben wir Pockdrang und Pockdog. Was habe ich im Inventar? Ich habe eine Huge Passive Cat, Exclusive Pet, Nil Power. Das hat ja gar keinen Schaden, oder was? Okay, also hier ist meine Huge Passive Cat. Und warum ist das Sound viel zu laut. Danke, Spiel. Ich will nicht. Hier gibt es eine Pet Collection, die nicht funktioniert. Rank Rewards, die auch nicht funktioniert. Free Gifts. In 3 Sekunden bekomme ich ein Free Gift. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ich hab Coins bekommen. Was sind diese Coins? Huge Tokens give you free gifts. Do you want to head to the free gifts shop? Was? Ich will, ja. Mit 15.000. Ich verstehe nicht. Wird schon passen. Dann hier gibt es Gems, die mir wahrscheinlich auch für Robux... Nee, das funktioniert einfach nicht. Und der Bra Rank. Nice. Hier gibt es Exclusive Pets. Ja, ich bekomme Huge Pets. Und hier gibt es noch ein Epic Huge Pet Egg. Wo öffnen wir mal ein normales Huge Pack Egg? Und wir haben eine Trade-Anfrage bekommen. Was ist hier los? Eine Trade-Anfrage? Oh mein Gott, ich bekomme Exclusive Pets mit Fragezeichen Schaden. Oh mein Gott. Trade cancelled. Wollte er mal gerade einfach nur auf mich flexen mit seinen Pets? Dann bauen wir einfach mal was ab, würde ich sagen, oder? Wie wäre es, wenn wir hier einfach Coins abbauen? Also, Cat, was machst du? Wo ist sie hin? Hä? Wenn ich in First Person gehe, verschwindet einfach die Huge Cat. Ich wollte gerade einfach nur meine Huge Cat anschauen, wie sie da in den Coin-Pulse drin steckt und nichts macht, aber sie verschwindet einfach. Das war's. Sie ist da drin und jetzt ist sie weg. Naja, so ist das Leben. 400 Coins habe ich. Okay, lass uns jetzt endlich mal eins von diesen Eiern öffnen. Davon habe ich noch keins geöffnet. Und was bekomme ich daraus? Ich bekomme ein Huge Sanderpaws. Habe ich nicht gerade meine Soundeffekte deaktiviert? Music und Soundeffekte sind deaktiviert und trotzdem bekomme ich... Danke, Spiel. Du bist wirklich super. Und die sind beide gleich stark, einfach die Pets. Jetzt habe ich aber 2 Huge Pets hier. Ein Huge Sanderpaws und eine Huge Faster Cat. Was gibt es denn hier hinten? Eine Secret Event. Type the code in Chat. Get code. Your code will be provided in 3 seconds. 16741 muss ich jetzt. Ich musste gar nicht schreiben. Ich wollte meinen Code schreiben, aber ich muss ihn gar nicht schreiben. Ich bin einfach so jetzt hier und kann hier mein Ding und hier. Also hier ist ein Ei, ein transparentes Ei und ich bekomme eine Hubert Cat. Oh mein Gott, ich habe eine Hubert Cat gehatcht. Wie cool, ich will nochmal eine. Gib mir mehr von denen. Bitte gib mir mehr Hubert Cats. Okay, ich habe auch Hubert Cats, die jetzt genauso stark sind und unten irgend so einen Balken haben. Danke. Danke, Spiel. Ey, ich will zurück. Keep going forward. Ich will aber zurück. Ich kann mich auch nicht resetten. Kann ich mich teleportieren? Ah ja, ich kann mich teleportieren zum Shop, glücklicherweise. Jetzt gibt es einen Traveling Merchant, der noch für 69 Jahre da ist. Das ist stabil, denke ich. Und was für Pets hast du denn? Was für Pets hast du, Traveling Merchant, für mich? Oh, ein Free Pet? Was ist das für ein Pet? Komm, was ist das für ein Pet? Eine Nyan Cat. Ja, Mann. Mit 10 Schaden. Dann equippen wir die Nyan Cat einfach mal direkt, würde ich sagen. Dann haben wir für 35 Robux ein, was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Ein Huge Forest Wyvern. Und für 125 Robux eine Rainbow Huge Pegasus. Oh mein Gott, ich will aber keine 125 Robux ausgeben. Ich habe wirklich keinen Bock, 125 Robux für einen
Pegasus auszugeben. Wohin führt mich die Kanone? Teleport to area. Das ist einfach mein Teleporter. Danke, Spiel. Okay, jetzt wird es aber wirklich mal Zeit, die Luck World auszuchecken. Es wird Zeit. Was gibt es hier? Would you like to purchase the event for 70 Millionen Coins? Bekommst Event Eggs, Super Luck und Event Pets. Aber ich habe keine 70 Millionen Coins. Okay. Er sagt mir auch, dass ich nicht genug habe. Da müssen wir wohl jetzt ein bisschen farmen, aber ich will nicht farmen. Da farmt mal, Leute. Farmt. Farmt die Coins ab. 55 Coins und da gibt es auch irgendein Ei, wo ein Hubert drauf ist. Ist es einfach das gleiche Ei nochmal? Nee. Da kann man aber einen YouTuber ziehen oder was kann man da ziehen? Diese Free Gifts ist viel zu weit unten. Ja, man kann anscheinend Free Hubert ziehen. Und ich habe nicht genug Coins, um mir das zu kaufen. Da müssen wir wohl ein bisschen weiter abbauen. 55 Coins. Das ist genug. Das heißt, ich kann jetzt hier mir ein Meme-Egg holen. Holen wir uns so eins und wir haben einen Huge Bunny bekommen. Mit 10 Schaden. Oh mein Gott, ist der stark. Ein Huge Bunny. Das hat Petsimulator X wirklich noch gefehlt. Was kann ich mit meinen Gems machen hier? Ich hab gar nichts. Lass uns mal in die Trading Blase gehen. Da war ich noch nicht. Es gibt auch Codes. Oh, es gibt auch Limited Pets Eggs, wo wir entweder eine Huge Cat, einen Huge Dog, einen Huge Goggle Dragon und ein Huge Signature Big Mascot. Was ein viel zu langer Name ist. Hier haben wir Dominus Figidus, Dominus irgendwas. Und die wollen. Der Typ will halt wirklich Robux dafür. Leute wollen halt wirklich mit sowas Robux bekommen. Oh, und 55 Millionen Gems für 350 Robux. Was ist das? Hier kann ich Sachen sellen. Ach, ich kann hier Pets sellen für Gems? Wie cool. Keine Ahnung, wofür ich Gems brauche. Lass uns in die Trading Plaza, I guess. Für 15.000 Gems, glücklicherweise habe ich die, aber also jetzt nicht mehr. Was gibt es hier? Hier ist einfach eine Trading Plaza. Die normale Pets Simulator X Trading Plaza und das war's. Mehr gibt es hier anscheinend nicht. Es gibt hier einfach nichts zu tun. Obwohl, kann ich Upgrades machen und sowas? Ist das möglich? Okay, ich kann anscheinend hier im Shop Codes redeemen oder wo, okay. Hier unten ist nichts mehr, gut. Hier, redeem for exclusive Pets. Okay, dann geben wir mal Free-to-Play Huge Code ein. Dafür bekomme ich irgendwas, ich weiß nicht was. Oh, ein Geschenk. Ich bekomme daraus eine Golden Huge Cat. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dann noch ein zweiter Code. Welcher Code ist das noch? 2MRB. Redeemen wir den. Und ich habe nochmal was bekommen. Es ist immer noch viel zu laut. Und daraus bekomme ich eine Rainbow Huge Cat. Das ist ja noch besser als die goldene Huge Cat. Und die eine... Oh, das sind starke Pets. 2200 und 15.500. Ich denke, das sind eindeutig Pets, die man nehmen kann. Und lass uns zurück in die normale... Und ich habe einige Gems bekommen, fällt mir auf. Wie viele Gems habe ich gerade? Ich wollte in die normale Welt gehen, nicht in die Void Area. Hä? Wie bin ich jetzt hier gelandet? Wie bin ich in der Void Area gelandet? Aber ich habe jetzt 17 Millionen Gems auf einmal. Nicht mehr 15.000 oder 0. Ja, lassen Sie in die Fantasy-Welt, oder? Hallo? Darf nichts pressen. Kann ich in den Shop? Oh, ich bin im Shop. Hier, Sachen abbauen. Coins bekommen. Das sind immer noch viel zu wenige Coins, die ich daraus bekomme. Ich bekomme gar nichts. Aber ich habe eine Trade Request bekommen von Fusio. Bist du ein Huge Bunny, Bro? Ich kann dir einen Huge Bunny geben. Ja, lass das so machen. Und lass uns mal Gems abbauen. Was gibt's hier? Ja, ein paar Gems, die ich bekomme. Mehr aber auch nicht. Keine Ahnung, wie ich jemals in die nächste Welt kommen soll mit diesen Pets. Real Talk. Ich muss halt ewig viel farmen dafür. Es dauert halt wirklich ewig. Oh mein Gott, Hoverboard. Oh, ich habe for free ein Hoverboard. Ich wollte gerade schauen. Ich habe einfach ein free Hoverboard in diesem Spiel. Das ist so cool. Das ist das beste Roblox-Spiel, das es jemals gab. Ich kann mir kein besseres Roblox-Spiel vorstellen als dieses gerade. Es ist einfach das beste Spiel in Roblox. 1500 Coins habe ich und ich brauche halt wirklich 7500. Will keine 7500 Coins ausgeben. Es gibt noch andere Areas, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Zum Beispiel diese 3 Millionen Event Area. Was gibt es denn hier in dieser 3 Millionen Event Area? Nice, hier gibt es so eine Riesenkiste. Kann ich die abbauen? Oh, die kann ich abbauen. Bekomme ich da mehr Coins? Ich hoffe mal. Und wie viel kostet hier ein Ei? 22 Millionen, ein Hellish Egg. Und hier 125 Millionen, ein Lava Egg. Oh mein Gott. Spare auf das 2500er Geschenk. Gib ein 2500er Geschenk. Ach, das hier. Ja, okay. Dann hole ich mir das. Boah, die Kiste dauert so lange abzubauen. Aber seht ihr, das ist einfach... Das hier ist die Haunted Island. Der mischt... Mit der Hell Island vermischt mit diesen Pillars, die es in der Lava Island gab. Oder in dem Lava-Biom hier in der normalen Welt. Das, die normale Welt ist auch einfach hier oben. Was ist das da? Da schwebt einfach eine Huge Cat in der Luft. Oh mein Gott. Aber nee, das ist hier die Haunted Welt-Ding. Haunted Island. Teil, wo die Kiste normalerweise drin steht. Und da sind diese Dinger. Und da steht, was steht da? 3 Mill. Oh mein Gott, 3 Millionen. So cool. Die Kiste dauert ja noch ewig, bis sie mal abgebaut wird irgendwann. Oh mein Gott. Dauert das lange. Es gibt Free Cat Hoverboard. Was? Free Cat Hoverboard? Wo? Wo gibt es Free Cat Hoverboard? Ich will ein Free Cat Hoverboard. Hallo? Ich bekomme keine Gifts mehr. Ich drücke die ganze Zeit drauf, aber ich bekomme nichts. Ich will meine Gift-Tokens. Wie soll ich jemals auf 2500 kommen? Jetzt habe ich was bekommen. Erst beim vierten Mal drücken oder so. Das
hat viel zu lange gedauert. All credits go to Saisons for making the map. Danke, Saisons, dass du die Map gemacht hast. Aber weißt du, was ich jetzt machen muss? Pets sammeln? Ja, natürlich muss ich Pets sammeln. Ich muss immer Pets sammeln. Nein, ich muss jetzt so ein Geschenk öffnen für irgendwelche Huge Cat Tokens und daraus habe ich bekommen. Keine Ahnung. Das hat sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre es gut gewesen. Nein, irgendein Müll. Weiß nicht was. Ist das originale Pet Simulator oder? Das ist nicht das originale Pet Simulator. 39 Millionen Gems, hat mir das irgendwas gebracht? Kann ich in die Luckwelt? Wie viel brauche ich für die Luckwelt? 70 Millionen Coins haben die gesagt. Das ist viel mehr als 39 Millionen Gems. Das dauert ewig. Da komme ich ja niemals hin. Das ist eigentlich möglich. Oder muss ich das Geschenk einfach nochmal öffnen? Ich werde einfach das Geschenk nochmal öffnen und schauen, ob ich was Besseres bekomme, denke ich. Oh, Trading Quest von Theo. Ey, Theo, was läuft? Fragezeichen Pets, zwei Stück? Ich denke, das ist gut. Eine Gold Huge Cat und eine normale, eine Rainbow Huge Cat. Die habe ich doch auch. Aber warum ist deine Rainbow Huge Cat nicht Rainbow? Egal. Es sind, das sind einfach die gleichen Pets, die ich schon habe. Okay, ich sehe halt nicht, was ich equipped habe und was nicht. Keine Ahnung, was habe ich equipped für Pets? Weiß es nicht. Sellen wir mal diese Pets, die ich nicht mehr brauche. Machen wir doch so. Dann bekommen wir ein bisschen Gems. Task was completed. Ich kann nicht auf Done drücken, jetzt schon. Okay, und ich hoffe, das passt so. Guck, ob du die Codes öfters benutzen kannst. Wow, das wäre ziemlich cool. Wir können ja mal probieren. Hier, und Invalid. Nein, ich darf leider keine Codes öfters benutzen. Wie kostet hier ein Ei? Ein helles Egg kostet 22 Millionen und ein Lava-Egg 125 Millionen Coins. Das ist schon ziemlich teuer. So, habe ich jetzt genug Cat-Coins oder was das ist? Cat-Tokens? Nee, immer noch nicht. Aber die Kiste ist kaputt. Ich habe 178 Millionen Coins bekommen. Das heißt, ich kann in die Luck-Welt gehen. Ich kann jetzt hier zum Shop zurück traveln, mal ganz kurz. Sehr schön. Und hier können wir in die Luck World. Event Eggs, Super Luck, Event Pets, was auch immer. Wir kaufen uns dieses Ticket und gehen einfach mal hier rein und schauen, was wir hier so machen können in dieser Luck World. Oh, hier gibt es Eier, Luck Eggs. Für 15 Millionen gibt es hier noch mehr. Nee, das sind einfach diese, was ist das nochmal? Algendinger, Korallendinger, wie auch bei der Axolotl-Welt, mehr nicht. Und wieder so ein Metall. Es ist einfach die Metalltextur von Roblox. Und wir haben eine Huge Cat gezogen. Cool. Wie stark ist die? 12. Das ist ziemlich schlecht. Also, will ja nichts sagen, aber das ist gefühlt Scam, ja. Warum scammt mich die Luck-Welt in Pet Simulator X? Luck Egg Auto Hatch OP. Auto Hatch? Lass mal Auto Hatchen. Hallo? Auto Hatch. Jetzt. Okay, ich bekomme daraus 3 Huge Cats. Ja, Mann. Die kann ich auch wirklich gebrauchen, so. Und dann nochmal Auto Hatchen. Und ich öffne gerade 3 Eggs gleichzeitig. Ich zahle aber nur für eins, fällt mir auf. Ich zahle halt wirklich gerade nur für ein Egg. Aber kann einfach 3 bekommen. Okay, Crossaf hat mir eine Trade-Anfrage gesendet. Was hast du, Crossaf? Eine Nine Cat. Willst du vielleicht eine Huge Cat haben? Hier, Nine Cat gegen Huge Cat. Ich glaube, es ist ein fairer Deal. Hey, David. Hi. Huge Santa Paws. Und eine goldene Huge Cat. Ja, Mann. Lass uns diesen Deal machen. Ich denke, der ist gut. Oh, ich bekomme eine Rainbow Huge Cat. Und eine Golden Huge Cat. Das heißt, ich habe jetzt wirklich wieder starke Pets. Und warum habe ich eigentlich immer noch einen Santa Paws ausgerüstet? Obwohl ich, wenn ich jetzt diesen Santa Paws lösche. Denkt ihr, ich habe immer noch einen Santa Paws ausgerüstet? So, sehr schön. Task was completed. Danke. Spiel. Und ja, ich habe immer noch einen Santa Paws ausgerüstet, obwohl ich ihn gar nicht benutzen kann oder gar nicht mehr habe. Wow. Lass uns diese Free Gift Token einsammeln. 15.000, 35.000 oder für 245.000 könnte ich mir auch noch so einen Huge Cat holen. Aber nee, wir holen uns nochmal das kleine Gift hier und bekommen einfach nochmal... Nee, ich dachte schon, wir haben viele Coins bekommen, aber einfach nochmal ein paar Gems, die absolut wertlos sind. Hier können wir ein paar Chests abbauen. Gehen die schneller hier? Ich hoffe mal. Also irgendwie gehen die gar nicht kaputt. Die gehen sehr langsam kaputt. Ich glaube, das gehen wir ein bisschen zu langsam. Und wir können uns wieder nicht zu... Doch, können wir. Irgendwo teleportieren. Und wir haben... Stimmt, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wir sind noch gar nicht in die zweite Welt gegangen. Oh mein Gott, er hat eine Huge Pumpkin Cat. Wir können natürlich uns hier noch weitere Welten kaufen. Das habe ich ganz vergessen. Hier, wir können jetzt hier Gifts abbauen und so. Cool. Aber meine Pets sind irgendwo im Nirgendwo. Hier geht es nochmal weiter. Wir können uns jetzt hier ein paar Regionen freikaufen. Das sollten wir auch machen. Gehen wir hier weiter, auch entspannt. Sehr schön. Und wir können uns auch noch die Winterregion freikaufen. Glacier, glaube ich, nicht mehr. Nein, Glacier-Region können wir uns leider nicht mehr kaufen. Aber wir haben die Winterregion freigekauft. Wie cool. Aber ich denke, dieses Spiel hat mir nicht mehr zu bieten. Es wird mal wieder Zeit, dass ich Pet Simulator X Fake-Spiele spiele. Deshalb habe ich mich in die Tiefen von Roblox begeben und nach Pet Simulator X Fakes gesucht. Und die werden wir heute spielen. Die Frage ist, wie findet man Pet Simulator X Fake-Spiele? Indem man nach Pet Simulator X sucht und dann auf Erlebnisse drückt. Dann findet man natürlich als erstes Pet Simulator X. Dann haben wir Bank
Pet Simulator X. Oh yeah. Gehen wir direkt mal in das rein. In Bankhead Simulator X von YouTube. Okay, was ist das hier für ein Spiel? Habe ich das schon mal gespielt? Ich weiß es nicht. Oh, doch, sieht so aus. Ich glaube, dieses Spiel habe ich schon mal gespielt, tatsächlich. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Hier, weil ich habe sogar schon ein paar Gems und so. Glaub, da war ich schon mal drin hier. Aber, es war jetzt nicht das beste Game. Will ich mal einfach so behaupten. Ich kann hier natürlich, Autoclicker muss ich natürlich kaufen für Robux. Ich kann aber natürlich auch einfach so meinen Autoclicker immer aktivieren. Und jetzt bekomme ich einige Coins, hoffe ich mal, oder? Irgendwie lehrt das Spiel nicht richtig. Kann das sein? Also dieses Spiel ist komplett verbuggt. Und das ist nur so ein Standard-Simulator. Wenn es um Musik... Ja, man geht rein, Instant-Musik. Kann ich die ausmachen? Die kann ich wenigstens ausmachen. Oh, das hätte ich fast nicht erwartet. Wir haben Daily Rewards. Free. Yeah. Aber ich bekomme nichts daraus. Sehr schön. Und hier kann ich rebirthen für Klicks. Dann fahre ich noch ein bisschen auf die 13.000 Klicks. Ganz kurz, 13.000 Klicks brauche ich. Und dann kann ich direkt noch einmal rebirthen. So, perfekt. Hier hat sogar mal jemand ein paar Pets. Woher bekomme ich überhaupt Pets? Keine Ahnung. Da sind Eier. Wie viel kostet so ein Egg? Das kostet 1.000 Klicks. Und das hier kostet 1.000 Diamonds. Ja, okay. Öffnen wir mal drei oder brauche ich da einen Game Pass? Natürlich brauche ich einen Triple Hedge Game Pass. Öffnen wir einfach mal ein paar Dinger. So, lass mich nochmal. Ich bekomme gar keine Animation oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie funktioniert das ganze Spiel einfach nicht. So, ich habe jetzt noch einen Hund. Ich bekomme für einen Hund tatsächlich schon 1,5 mehr und für eine Kitty zweimal mehr. Okay, okay, okay. Gut. So, dann bekomme ich ja jetzt einiges mehr direkt. Ja, 156 pro Klick. Das ist schön. Dann rebirthen wir jetzt einmal ganz kurz. Habe ich ein paar Gems dazu bekommen und jetzt bekomme ich pro Klick auch direkt, wenn es mal anzeigen würde, 146. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, dieses Spiel ist jetzt nicht das Beste, was wir mal hatten. Wir gehen einfach mal ins nächste Spiel. Vielleicht wird es besser. Aber dieses war es jetzt nicht unbedingt. Das nächste Spiel wäre New Pet Simulator X. Oder? Ha, was haben wir noch? Oh, zweimal Pet Simulator X. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier schon drin war. Ich glaube, hier war ich schon mal. Das sieht mir sehr verdächtig aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Aber wir schauen nochmal rein einfach. Und, okay, waren wir hier schon mal? Ja, okay, ich erinnere dieses Spiel. Das war dieses Game, wo einfach jeder Admin hatte. Ja, ich erinnere. Das war jetzt nicht unbedingt das beste Spiel. Ich würde einfach mal sagen, wir können dieses Spiel überspringen und gehen direkt zu diesem Spiel. Da haben wir auch irgendwelche Updates. Das letzte Update war am 13.11. Obwohl es am 26.11. nochmal aktualisiert wurde. Aber ja, das ist einfach die geklaute Beschreibung von Pet Simulator X. Und tatsächlich hat dieses Spiel 500.000 Besuche. Oh mein Gott, dass du mit so einem Spiel wirklich 500.000 Besuche bekommen kannst. Und ich glaube, ich war da noch nicht drin, weil sonst hätte ich... das ich schon bekomme. So, schauen wir einfach mal rein, was Party Car 2010 und so geschaffen hat. Ein Pet Simulator X. Und das sieht wirklich so aus, als wäre es ein Pet Simulator. Es ist ein richtiger Simulator hier. Und es ist sogar ein Pet Simulator. Sieht mir jetzt zwar sehr, sehr nach Pet Simulator 1 aus, auch wenn diese Region natürlich komplett kopiert ist von Pet Simulator X. So ziemlich diese Häuser und alles. Aber habe ich hier überhaupt ein Tier am Anfang? Ich habe gar nichts. So, ist das dieses Ei for free wenigstens? Ah ja, dieses Ei ist for free. Öffnen wir eins von dem und ich habe einen Poke bekommen. Yeah, ist der gut, ist der schlecht? Keine Ahnung. Da equippen wir den. Warum ist das so klein, Junge? Kann ich direkt noch einen davon öffnen? Ich kann unendlich von denen öffnen. Dann öffnen wir einfach mal ein paar von denen direkt mal und schauen einfach mal. So, hier gönnen wir uns noch ein paar. Ich weiß nicht, welchen ich equipped habe und welchen nicht. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich drei equipped von diesen Pokes. Fünf kann ich haben. 5000 Coins brauche ich für das Next Egg. Wir equippen die anderen Pokes direkt noch. Jetzt habe ich 5 Pokes equipped. Hier gibt es Daily Rewards. Die geben mir nichts. Also, keine Ahnung. Irgendwie sehe ich nichts. Und da kann ich jetzt Coins abbauen. Der hat 100 Ding. Und wir schicken einfach mal alle unsere Pets hin und bekommen, warum auch immer, 2000 Coins oder so. Meine Coins sehe ich auch nur irgendwo hier, oder? Da ja, 2600 Coins. Ich habe jetzt wieder 1000 Coins für irgendwas bekommen. Ich weiß nicht was, aber ja. Aber das Coole ist an diesem Balken tatsächlich, du siehst, wie viele Pets da dran sind. Das ist eigentlich ganz cool, dass man sieht, wie viele Pets da dran sind. Das hat man in anderen Spielen nicht. Würde ich mich freuen, wenn das ginge. Aber nee, das ist anscheinend was Exklusives, was nur dieser Pet Simulator X Fake hat. Warum gibt es hier die gleichen Coins nochmal, die aber genauso viel Stärke haben? Und du kannst auch in die zweite Region, die auch nur diese Häuser hat und mit dieser Barriere einfach abgetrennt ist. Diese Barriere ist halt 1:1 gleich. Sogar die Font von dem Shop ist 1:1 gleich. Oh, es gibt aber ein Event. In das Event muss ich gleich noch rein. So, aber warum kannst du hier rein, ohne irgendwas freischalten zu müssen? Und hier haben wir direkt Coming Soon. Ich frage mich, wie lange das schon da steht mit dem Coming Soon. Wahrscheinlich schon sehr, sehr lange. So, okay. Diese Coin funktioniert... Warte. So. Das funktioniert jetzt nicht ganz.
Schau ich das hier an. Die Coin. Traden? Okay, traden wir mal. Ich trade dir das. Kann ich da rein? Hallo? Ich sehe es nicht. Egal. Funktioniert nicht. Ist ja auch egal. So, kann ich meine Trades deaktivieren? Ja. Aber diese Coin einfach. Es sind jetzt schon 370 Pets oder so gleich drin. Und ich habe nichts bekommen. Oder da sinkt einfach nichts. Oh, Top Users. Es gibt sogar ein Leaderboard auf diesem Server. Ich habe 20.000 Coins? Woher? Woher kommen diese 20.000 Coins? Bruder, überhaupt nicht mitbekommen. Real Talk. Ich weiß nicht, woher die kommen. Dann kann ich mir direkt zwei von diesen 10.000er Eiern holen. Machen wir das direkt mal und schauen, was wir daraus bekommen aus diesem 10.000er Ei. Und das ist irgendein grünes Ei und daraus bekomme ich Albert. Cool. Und direkt nochmal wahrscheinlich, oder? Ja, nochmal Albert. Also, so wie es aussieht, kannst du aus einem Ei nur ein Ding bekommen. Ja, so ziemlich. Wie viel hat der aber? Plus 100. Okay. Dann unequippen wir einfach mal hier zwei Pokémon. Und equippen kurz meine beiden Alberts. Hier habe ich beide Alberts. Und wenn ich hier jetzt einfach mal hingehe und diese Coin zum Beispiel abbau. Irgendwie funktioniert es nicht. Ich bekomme keine Coins mehr. Ich bekomme einfach keine Coins mehr. Hä? Ah doch, aber es wird mir einfach nicht immer angezeigt. Sehr schön. Gehen wir einfach mal in das Event. So, hier sind wir. Das ist die Eventwelt. Und hier in der Eventwelt gibt es einfach nur weitere Eier. Ein Fragezeichen-Ei, das man einfach nicht kaufen kann. Und ein 10.000-Ei. Ich habe 10.000. Ich will dieses weiße Ei öffnen. Was bekomme ich daraus? Komm, ein 250.000 Event-Pad und das ist einfach ein Viereck. Aber plus 2.000. Aber ich komme jetzt aus diesem Event nicht mehr raus. Hä? Ich komme hier einfach nicht mehr raus. Warum? Kann ich noch ein Ding shiny machen? Nein, 10 brauche ich, um ein Pad shiny zu machen. Ja, dann würde ich sagen, warte genug von diesem Spiel hier. Hier haben wir noch unseren grünen Würfel. Das ist halt wirklich einfach ein Würfel. So, schauen wir mal in das nächste Game. Und das nächste Game ist Free Pumpkin Pet Simulator X. Einfach eine Free... Wie Pumpkin Cat. Und als Vorschaubild einfach Brookhaven mit Squid Game. Diese Squid Game Puppe. Oh mein Gott. Und da auch Squid Game, Squid Game. Yeah. Cool. Das ist ja ziemlich cool. Und auch 350.000 Besucher hat dieses Spiel. Warum? Woher? Okay, eine Rainbow Huge Cat bekomme ich für 600 Robux. Ja, kaufen wir mal, oder? Nein, danke. Dark Matter Alienus 300, 400. Also ich kann mir die Pets anscheinend kaufen für Robux, damit ich die in diesem Spiel habe. Ich kann mir sogar Diamonds kaufen. Es ist einfach der Exclusive Shop. Mitnehmen. Und ich kann da nicht rausgehen. Ich kann den Shop gar nicht schließen. Er will mir noch so zeigen, ja, da unten ist dieser Button, dass du den Shop wieder öffnen kannst. Aber ich kann ihn gar nicht schließen. Das ist einfach nur so eine Attrappe, dieser Button. Und das ist die Fantasy-Welt. Einfach billig geklaut. Da drüben ist sie nochmal? Da ist nochmal der Shop? Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie kann man in diesem Spiel nicht viel machen. Ich frage mich wirklich manchmal, wie viel haben die Leute an Geld gemacht? Wie viel Robux machen die Leute, die solche Spiele erstellen? Da frage ich mich wirklich manchmal, was die so an Geld machen. Weil es gibt halt nichts zu tun. Und denkt ihr, dass wirklich Leute sich hier Pets kaufen? Weil es könnte halt wirklich passieren, dass sich so jemand hier hingeht und sich denkt, oh ja, eine Huge Pumpkin könnt ihr jetzt schon mal gerne. Nur 600 Robux? Und ja, die nehme ich. Und die ist sogar ein Rainbow. Yeah. Cool. Ich weiß nicht. War jetzt auch nicht das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Aber was ist das nächste Spiel? So, wir brauchen noch ein paar Fake Games. Wir haben wieder den Pet Ranch Simulator. Da wurde mir ja 20.000 Mal gesagt, als ich den auch gespielt habe in dem Pet Simulator X Fake Video. Ja, das ist gar kein Fake Spiel. Das ist kein Fake Spiel. Mann, warum erzählst du solche Lügen? Mann, lass mich doch in Ruhe. Aber wir suchen noch weiter. Da hier, Pet Simulator wahrscheinlich. Das ist jetzt kein Pet Simulator X Fake, aber es ist ein Fake, weil das ist nicht von Preston. Und es hat schon so diese Dominos Pets drin, dass man sich denken könnte, ja, eigentlich ist das Pet Simulator. Das ist auch erst vor 2 Monaten erstellt worden. Und hat 122.000 Besucher. Die werden halt wirklich aktiv gespielt, diese Spiele. Das ist schon krank. Oh nein, nein, nein. Keine Musik. Nein, nein, close. Ich will die Musik ausmachen. Bitte. Ich kann die Musik nicht ausmachen. Dann muss ich wohl das hier beenden. So, wir joinen rein. Wir sehen direkt, okay, das ist die klassische Pet Simulator X-Font. Da hat sich jemand einfach die Farbe noch gegrabt von den Diamonds und hier draufgelegt. Genauso noch die Farbe der Kontur auch noch draufgelegt. Und da gibt es tatsächlich ein paar Ebenen. Ey, von dem, wie es aussieht, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich finde diese Unschärfe da hinten absolut hässlich. Also die Unschärfe ist absolut hässlich. Aber so an sich sieht es gar nicht so schlecht aus, wenn man das jetzt hier mal außen vor lässt. Vor allem diese Spawn-Punkte. Bruder, warum? Warum machst du sowas? Ich verstehe nicht ganz, warum man das machen sollte. So, aber es gibt auch ein Inventar, das sich viel zu lange ausklappt. Hier sind irgendwelche Dinger. Hier ist auch noch was. Was ist das? Das ist... Okay, du kannst dein Avatar anpassen. Hier hast du noch einen Knopf, der einfach gar nichts macht. Und ich habe gar keine Pets. Ah, da gibt es Free Pets.
ein Free Starter Pad. Und da bekomme ich ein Spike. Yeah, das ist die gleiche Animation, die wir davor hatten. Also es ist anscheinend so eine vorgefertigte Egg-Animation, glaube ich einfach, die es mittlerweile gibt, weil es ist einfach eins zu eins die gleiche, die wir auch davor in diesem anderen Fake-Game hatten. Aber hier haben wir mal verschiedene Pets wenigstens und nicht immer nur das gleiche. Aber es ist wirklich genau eins zu eins das gleiche, ja. Hier ist auch Shiny da. Okay, ich sehe. Das ist von dem gleichen Template genommen. Aber jetzt habe ich hier drei Pets. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Wir bauen jetzt einfach mal ein paar Diamonds ab, schnell. Vielleicht bekomme ich aus den Diamonds auch Coins. Da wenigstens werden hier meine Coins angezeigt. Ich dachte schon wieder, ja, ich muss jetzt hier die ganze Zeit wieder durchscrollen und schauen, wo meine Coins sind. Aber ne, wenigstens werden sie hier angezeigt. So. Also wer sich da ein Pet für Robux holt, hat seine Robux aus dem Fenster geworfen. Ja, komplett. Also Real Talk. Wer sich da ein Pet für Robux holt, keine Ahnung, was bei dem los ist. Dessen Robux sind einfach komplett weg. So, 121 Coins. Und ich brauche wirklich 25.000 für die nächste Region. Das ist ja krank viel. Das ist ja unnormal viel. Gibt es hier Codes? Kann ja mal schauen, ob hier irgendwas von Codes stand. Ich sehe gerade keinen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also Codes gibt es anscheinend auch nicht. Wahrscheinlich müsste ich auch wirklich auf Twitter gehen, aber da habe ich keinen Bock drauf. So, warum habe ich jetzt diesen Diamanten nicht abgebaut? Lass mich mal diesen Diamanten hier abbauen. Ich brauche ein paar Coins. 211 habe ich. Das dauert ja so oft. Nein, so lange. Oh Junge, also die 25.000 Coins spare ich ganz sicher nicht. Ich baue jetzt noch hier diesen Diamanten ab. Da gibt es noch irgendwelche Leaderboards. Lass uns die mal anschauen hier. Was ist das hier? Ein Event ist over. Und warum zählt er nach oben? Okay. Ah, da sind die Codes. Okay. Half a hundred für 50.000 Coins. Okay, das ist gut. Das ist gut. Half a hundred. Redeemen wir den mal. 50.000 Coins. Sehr schön. Dann 50 Currents. Wow. Currents, wow. Cool. Und dann habe ich nochmal 50.000 Coins bekommen. Jetzt habe ich 100.000 Coins. Und mit 100.000 Coins kann ich natürlich schon mal in die nächste Region gehen. Dann machen wir das mal. Gehen wir einfach in die nächste Region über die Riesenbrücke. Ich will das hier jetzt eigentlich freischalten. Oh, und weil ich das jetzt freischalten kann, wird die Schrift jetzt gelb. Also in so einem hässlichen Gelb. Aber sie wird gelb statt blau. Das ist ein cooles Detail. So, kaufen wir mal. So. Kaufen wir uns das frei. Jetzt habe ich immer noch 75.000 Coins und jetzt muss ich über so eine riesen Area gehen. Schauen wir mal, kann ich da theoretisch runterspringen? Nein, das ist eine Barrier. Da darf ich leider nicht runter, auch wenn ich wollen würde. So, da ist eine riesen Kiste. Da gibt es jetzt Eggs wahrscheinlich und so einen reflektierenden Diamantenboden oder was das sein soll. Keine Ahnung. So, wir haben ein Squid Egg und ein Vampire Egg. Sag mir, da kommen Squid Game Leute raus. Sag mir, ich bekomme Squid Game. Ja, ich bekomme Squid Game Pet. Oh mein Gott, so gut. Und was bekomme ich aus dem Vampire Egg? Das würde mich auch interessieren. Nennt Squidder. Yeah. Und hier bekomme ich raus ein Vampiro. Okay, das sind einfach dann Standard-Pets. Gut, aber das andere sind einfach Squid-Game-Pets. Oh mein Gott. Warte, woher kommen diese Pets jetzt eigentlich? Hä? Wo sind meine Squid? Ach, das ist eine andere Textur. Das ist dieses Alberto-Pet, was wir davor hatten. Aber es ist einfach eine andere Textur. Oh mein Gott. Aber hier im Inventar hat sich das nicht angepasst. Sehr schön. So, jetzt habe ich die auch noch equipped, meine drei neuen Pets. Aber hier sieht schon so aus. Da habe ich die zwei Squid-Game-Pets und einen Vampiro. Aber im Inventar hat es einfach nicht angepasst. Sehr schön. Und jetzt ist es auch wieder gelb, obwohl ich das Geld nicht mehr dafür habe. Ja, irgendwie funktioniert in dem Spiel alles nicht so ganz, wie es sollte, glaube ich. Bauen wir jetzt einfach mal hier diese Riesenkiste ab. Diese Riesenkiste. Dauert gar nicht mehr so lange. Ich hätte gedacht, dass es jetzt ein bisschen länger dauern würde. Nein, du kannst 5 ausrüsten, ja. Ich habe die anderen 2 jetzt einfach mal weggelassen, weil ich mir dachte, ja, die sind eh so schwach, die bringen gar nichts. Da öffne ich lieber gleich noch ein paar Eier und dann equippe ich die. So, aber jetzt ist die Kiste gleich kaputt. Und wie viele Coins bekomme ich da raus? Das war, was? 400 Coins? Wie wenig bekomme ich da raus? Ich habe durch die Codes irgendwie 50.000 bekommen. Und so bekomme ich einfach gar nichts. Ich bekomme halt wirklich fast gar nichts, einfach wenn ich hier Coins abbaue. Dann will ich auch sagen, genug von diesem Spiel. Schauen wir uns noch ein letztes Spiel an. Und zwar, okay, ich habe keine Ahnung. Was ist noch? Oh, hier. Natürlich, Pet Simulator mit dem Pet Simulator X-Ding. Und hier ist auch noch so ein Pet Simulator-Teil. Auch 260.000 Besuche. Und erst im August erstellt. Ich glaube, ich mache auch bald sowas. Also, ich glaube, ich mache bald auch so ein Game. Und dann ziehe ich euch die Robux aus der Tasche, Leute. So, es lädt noch. Das lädt ein bisschen lange hier. Wie lange will das denn hier noch connecten? Hallo? Ich habe hier ein Tool. Und das macht mir Geld. Und währenddessen connecte ich noch. Wir können aber schon mal trainen, Leute. Und es ist wieder das gleiche Template, sehe ich. Es ist wieder 1 zu 1 das gleiche Template, weil es auch die gleichen Traits sind. Ja, ich frage mich, wo ich dieses Template finde. Weil wenn, dann kann ich halt wirklich 1 zu 1 dieses gleiche Ding nachbauen. So, aber hier, irgendwie passiert nichts mehr in diesem Spiel. Da passiert einfach gar nichts mehr. Nice. Dann schauen wir noch, finde ich jetzt noch kurz auf die Schnelle ein neues. Oh ja, Free... Warte, das hatten wir schon, oder? Nein, das hatten wir noch nicht. Free Pumpkin Fragezeichen. Wir hatten so ein Spiel schon, aber nicht Pet Simulator X. Adopt Me. Von Adopt Me Official. Oh mein Gott, die Gruppe Adopt Me Official. Für mich auch ohne.
Oh, 22 Mitglieder. Das ist ziemlich official, glaube ich. Und im Shop kann man sich nichts kaufen. Schauen wir mal rein. 28 Likes, 119 Dislikes. Und hier haben wir wieder Squid Game und die Pumpkin Cat und Brookhaven. Cool. Und auch 260.000 Besuche und vor nicht mal 2 Monaten erstellt. Wie kann das funktionieren? Warte, ich wurde jetzt einfach weitergeleitet in ein anderes Spiel. Ich wurde von dem Spiel in ein anderes Spiel geleitet, das 1:1 wie Adopt Me aussehen soll. Hier kann ich mir auch irgendwas kaufen direkt. Ich werde direkt in sowas geleitet. Ich kann mir jetzt hier irgendwas kaufen, sagt er mir. Oh, das ist 1:1 das Gleiche. Ich soll mir jetzt hier irgendwie zum Beispiel einen Shadow Dragon kaufen für 800 Robux und sowas. Okay. Hier bin ich jetzt auf irgendeiner Adopt Me Map. Du kannst ja die Maps theoretisch ganz easy von Adopt Me einfach klauen. Also du kannst mit Exploits die Maps komplett easy klauen. Halt nur die Maps, nicht die ganzen Scripts, dass das Game funktioniert, weil das sind Server-Scripts. Aber du kannst hier die Map easy klauen und dann kannst du das hier einfach einblenden, weil das hast du auch normalerweise noch. Und dann kannst du das halt kurz funktionsfähig machen und so einfach Leute abziehen mit sowas. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass, dass es so funktioniert. Vor allem, ich kann es ja nochmal zeigen. Ich gehe jetzt hier in dieses Spiel rein. Oh mein Gott, was ist das für ein Bild? Junge. Ich gehe jetzt in dieses Spiel rein. Pet Simulator. Ich bin drin. Ich werde direkt weitergeleitet in das nächste Spiel. Also das Spiel leitet mich einfach nur weiter in ein anderes Spiel, was mich dann abziehen will. Und so funktionieren Pet Simulator X Fakes. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X oder, naja, ich spiele Remastered Pet Simulator X. Das ist irgendein Pet Simulator X Fake Game, das sich auch Pet Simulator X nennt. Und ich will mir heute einfach mal 1, 2, vielleicht auch 3 Spiele hier anschauen, die so Pet Simulator X ein bisschen nachmachen einfach. Ich habe mir jetzt auch erstmal einen Hund hier equipped. Wo ist der denn? Ich kann ihn noch nicht mal equippen hier. Doch, so. Und ein Herz habe ich auch. 120-fach. Okay, das ist ein ziemlich guter Boost. So. Wo ist dieses Spiel jetzt Pet Simulator? Außer, dass es den gleichen Namen hat. Okay, hier haben wir einen Shop, der auch mit der mit dem Schrift Shop. Ihr kennt seine das? Group Rewards, da muss ich wahrscheinlich... Muss ich nicht, okay. XP Pickups. Okay, die funktionieren auch nicht. Bin sehr verwirrt gerade. Wie viele Pets kann ich equippen? Sagt mir nicht 4. Okay, es sind 3. Gut, dann... ich bin generell verwirrt. Okay, ja. Okay, ich kann hier Coins abbauen lassen. Und die Sounds sind so leise, dass ich sie gefühlt gar nicht höre. Oh, so. Gibt es hier Sounds? Ja, es gibt Sounds sogar. Die sind sehr, sehr leise. Also wirklich, wirklich leise. So, aber hier baue ich jetzt mal ein paar Coins ab. Ich habe hier ein OP-Pad. Und was machen diese Sterne hier? Okay, bin Level 2. Und da Level 10 muss ich werden. Okay, das Spielprinzip ist schon ein bisschen anders. Aber ich bin nicht unbedingt erfreut über dieses Spiel. Es erinnert sich so, es gibt mir so ein paar Oldschool-Simulator-Vibes, so Bubblegum-Simulator-Vibes, vermischt mit ein bisschen Pet-Simulator X. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so cool ist an der Stelle. Okay, was habe ich hier überhaupt für Quests? Ich habe irgendwas completed und habe 5 Tickets bekommen. Wow, ich bin das nächste Level. Yeah. Das ist eine Riesenkiste. Lass die mal abbauen. Oh, was? Ihr müsst jetzt da ein bisschen hauen. Irgendwie sind die Animationen auch sehr ähnlich. Der Hund sieht aber eher so Pet Simulator 1-Style aus. Und die Knöpfe hier sind auch eher Pet Simulator 1-Style. Wie ist der Store so? Der Store ist auch gar nicht so nachgemacht. Okay, ich sehe, woher dieses Pet Simulator X der Name kommt. Einfach weil du Pets hast und mit den Pets abbaust. Das ist das komplett gleiche Prinzip. Aber es ist noch ein bisschen anders. Aber auch nicht in einer guten Weise unbedingt anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser ist. Oder generell auch gut. Vor allem, weil hier einfach Coins in den Bäumen sind. Warum ist das eine Möglichkeit? Ich weiß nicht, warum das geht. Aber ich baue jetzt hier einfach mal so eine Coin Crate ab hier oben. Es wäre vielleicht auch noch gut zu wissen, wann das Spiel hier released wurde. Und zwar war das am 14.02.2021. Das kann ich jetzt aber nicht genau sagen, ob das auch wirklich da released wurde. Weil Pet Simulator X steht zum Beispiel auch da irgendwann Januar 2021. Es könnte auch sein, dass es später erst war. Oder dass sie das Spiel einfach umbenannt haben. Jetzt in Pet Simulator X. Um ein paar mehr Klicks, Spieler generell zu bekommen. Das könnte sehr gut sein. Aber einen Vorteil hat dieses Spiel gegenüber Pet Simulator X. Einen riesen Vorteil. Es können hier nicht nur 10 Spieler drauf. Es sind zwar nur 12 an der Stelle, aber es ist mehr als 10. Also ich will mich nicht beschweren so. Ich habe jetzt auch 500.000 Coins knapp, aber was kann ich mit dem machen? Keine Ahnung. Hier einfach ein Egg kaufen für 25.000. Oh, es ist auch dieses... Oder diese Button hier, die man in jedem Simulator hat. Den haben wir im Puppet Fidget Simulator, im Shampoo Simulator, Bubblegum Simulator. Immer E, R, T und U. Keine Ahnung, ist es so ein Preset, das man benutzen kann? Weil es hat auch wirklich jedes Spiel so. Pet Index. Gut. Wie viele Pets gibt es? Gar nicht so viele. Okay. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Und warum ist dieses Ankommen-Eck hier oben? Was? Das ist sehr komisch. Gut. Hier kommen. Dafür brauche ich andere Coins. Ah, da kann ich Hüte bekommen. Zum Beispiel auch hier so eine Valkyrenhut. Upgrade.
Upgrades. Upgrade your Stats hier. Dafür brauche ich, keine Ahnung, irgendwas brauche ich da. Ich weiß es nicht. Und hier kann ich meinen Rank upgraden. Da kann ich rebuffen also anscheinend. Ich bin verwirrt von dem Spiel. Aber was soll's. Ich equip jetzt hier nochmal weiter und dann baue ich nochmal hier weiter ab. Nee, I guess. Das ist sehr komisch. Warum bekommt man hier so ein Riesenherz am Anfang? Das ist halt schon ziemlich krass. So, Level 10. Ich weiß nicht, ob ich das noch erreichen will heute. Will ich das? Ich kann es nicht sagen. So, lass mich noch diese Kiste hier abbauen. Ein Herz hängt da schon dran und ein paar andere Dinge. Ich hänge mich jetzt auch noch schnell dran. So, habe ich die Kiste auch noch abgebaut. Ein paar Coins habe ich bekommen. Aber ich glaube, Leute, das war es jetzt mit diesem Game auch. Ich schaue mal in das nächste Spiel, was vielleicht ein bisschen vielversprechender als das hier ist. So, als zweites habe ich hier ein Spiel, das ich sogar schon ein bisschen gespielt habe hier. Zusammen mit Victor gestern habe ich das schon gespielt. Eine kurze Zeit so. Und das Lustige an dem Spiel ist, es ist eigentlich so einfach der Strongman-Simulator und Pet Simulator X gleichzeitig. Strongman-Simulator-Aspekt kann man hier vielleicht schon erkennen. Du gehst hier hin, kannst hier so ein Ding nehmen und musst das über die Ziellinie schleppen. Den Pet Simulator-Aspekt hat man vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen. So, ich mache jetzt hier erstmal Workout, so wie im Strongman-Simulator im Handstand, weil ich bin erst ein Amateur-Delivery-Man, aber ich will ja natürlich stärker werden. Keine Ahnung, es ist sehr, sehr komisch. Das ist einfach der Strongman-Simulator gerade. Die Map ist auch nicht unbedingt so schön an der Stelle. Ihr wollt natürlich wissen, was hier ist der Aspekt, deswegen du sagst, das ist Pet Simulator X. So, ich kaufe mir jetzt erstmal die nächste Welt schnell, weil hier kann ich ein bisschen mehr workouten sogar. 35-fache auf einmal, da bin ich ein bisschen schneller beim Workouten an der Stelle. So, hier kann ich auch noch die Chests nehmen, auf ganz spontan hier und kurz durchschleppen so und ein bisschen mehr Ding machen, bisschen mehr Cash. So, aber Leute, ich zeige euch jetzt der Aspekt, der Pet Simulator X sehr, sehr stark ähnelt. So, wir können ja mal hier zum Shop schauen. Das ist noch nicht ganz so obvious. Okay, es ist schon sehr obvious. Okay, es ist jetzt schon obvious. Anstatt von den normalen, wir essen die Dinger Dominos, Domortusse, haben wir einfach Venoms, Venom Serpent und ein Serpent. Und wenn wir uns das anschauen hier sehen wir sogar die Enchantments, einfach Permanent Enchantment, Energy und Strength Enchantments gibt's. Hier auch Strength und so Enchantments einfach. Das ist ziemlich ehrenlos. Das ist einfach genauso wie Pet Simulator X. Dann hier gibt es einige Passes und auch ein paar Boosts, die auch genauso aussehen. Hier kann ich auf Use drücken und es funktioniert einfach genauso. Hier kann ich mir ein bisschen Energy kaufen für Robux und Spins. Der Shop sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Bloß einfach nur in so einer schlechteren Version einfach. Hier unten rechts haben wir auch die Boosts. Die sind auch sehen genauso aus. Bloß, dass wir hier einfach so komplett weißen Hintergrund haben mit einer Schrift ein bisschen. Es sieht nicht allzu schön aus. Die grüne Schrift finde ich gar nicht so hässlich, aber die ist komplett weiße. Ich weiß nicht. Ist nicht so schlimm. So, gehen wir weiter zu den Pets. Fällt euch was auf, Leute? Fällt euch hier irgendwas auf? Dieses Inventar? Hier haben wir nochmal das gleiche. Hier, de-equippen, equippen. Es ist ziemlich, ziemlich ähnlich tatsächlich zu Pet Simulator X. Wenn nicht sogar gleich. Es gibt einen Teleporter, der genauso aussieht. Es sieht einfach genauso aus alles. Dann hier Achievements. Ich weiß nicht, kommen euch die Achievements irgendwie bekannt vor an der Stelle? Kennt ihr die? Wisst ihr, ob ihr die schon mal gesehen habt so? Die Stufen Easy, Medium, Hard, Completed ist auch ganz unten. Kennt ihr das? Okay, es gibt kein Battle Pass in Pet Simulator X. Das muss man im Spiel lassen. Es hat einen Battle Pass, weil da kannst du ja nochmal ein paar mehr Robux zahlen. 429. So, die restlichen Icons habe ich mir noch gar nicht so angeschaut. Okay, Autohead. Gut, sehr schön. Das musst du... Es sind einfach noch die gleichen Optionen. Enabled, Triple X, Stop on Failure. Es ist krank. Trades. Okay, dafür brauche ich mehr Stärke. Ich habe gar keine 10k Stärke. Die könnte ich mir eigentlich noch schnell holen. Egal. So, Musik... Es ist genau so. Es sieht genau gleich aus. Ich habe sogar hier versucht, mit dem Drop Shadow das hier so ähnlich zu machen. Aber der bei Pet Simulator ist einfach so mehrere Layers und alles. Es sieht viel besser aus. Das hat Preston eindeutig besser gemacht, als es hier gemacht wurde. So, jetzt lass ich mich aber noch schnell workouten an der Stelle. Hallo, ich will hier ein paar Exercises machen und ein bisschen stärker werden hier. Perfekt. Mit 35.000 Stärke kann ich jetzt auch traden. Ach nein, das war der Rebirth-Knopf, nicht der Trade-Knopf. Kann man hier traden? Ich habe noch gar nichts zum Traden gesehen. Oh, es könnte sein, dass man hier gar nicht traden kann. Ah doch. Okay, nein, das ist auch nicht zum Traden. Egal. Das hier ist ein Profil und da siehst du wenigstens, was du alles schon gemacht hast hier, wie viele Pets du hier umhaufst, wie viele Rebirths du gemacht hast. Okay, ich finde, das ist aber eigentlich ganz cool. Das sollte Pet Simulator X auch haben. Das muss man dem Spiel gut erhalten. Es hat paar Ideen, die einfach so die anderen Spiele nicht haben. Auch der Strongman Simulator zum Beispiel nicht. Was ja auch noch sehr komisch ist. Wartet. Es ist ja so, dass man hier einigermaßen langsam ist an der Stelle, wenn man läuft. Beim Strongman Simulator ist es ja so, wenn du hier irgendwas nimmst. Normalerweise bist du langsamer oder wirst langsamer, wenn du halt das nicht gescheit ziehen kannst. Oder du hast eine normale Geschwindigkeit. Hier bei diesem Spiel hat der Entwickler das irgendwie ähnlich gemacht, aber er hat einfach irgendwas hat er verkackt, weil er hat es geschafft, dass du einfach schneller wirst, wenn du leichtere Sachen nimmst. Ich weiß nicht, was er da mit dem Speed irgendwie nicht ganz hinbekommen hat, aber es wäre, glaube ich, besser gegangen. So, hier haben wir auch eine Rainbow Machine übrigens. Da können wir uns Gloves kaufen, da
das ist eine neue Sache. Es ist eher so wie die Heads vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ist es so wie die Heads? Ich kann es nicht sagen. Egal, hier habe ich neue Cloths, die Rogues Cloths. Die sehen ganz cool aus eigentlich. Egal. So, da haben wir auch so ein Pets-Ding. Das aussieht wie aus dem Strongman-Simulator. Es ist einfach gleich wie beim Strongman-Simulator. Die Pets sehen auch ähnlich aus. So, hier haben wir Upgrades. Da kann ich noch schnell upgraden. Stimmt. Das kann ich machen. Noch machen, ganz schnell. So, Training Speed vielleicht. Oder mache ich einmal Training Speed. Ein bisschen mehr Walk Speed. Ich mag es gerne, schnell walken zu können. So, More Energy Auto. Und komplett hoch einfach mal. Keine Ahnung. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Irgendwas wird mir das schon bringen. So, eine Goldmaschine haben wir auch. Da können wir wieder neue Pets hatchen. Genauso wie im Strongman Simulator. Und jetzt zeige ich euch noch die coole Pet Collection hier. Kennt ihr die schon? Kennt ihr die Pet Collection? Übrigens macht ihr 60 Pets für das nächste Tier. Dann könnt ihr ein Pet mehr equippen. Ist es sogar der gleiche Wortlaut? Ich weiß es gar nicht. Es könnte sein, dass es hier der gleiche Wortlaut ist. Aber ich glaube, ihr seht, warum ich sage, dass das Spiel hier ziemlich sehr sich an Pet Simulator X bedient hat. Oder an dem Aussehen von Pet Simulator X zumindest. Also die haben sich schon da etwas abgeguckt. Ein bisschen. Viel. Sehr viel. Aber so generell finde ich eigentlich dieses Spiel ganz okay. Auch wenn diese Event-Area komplett overpowered ist. Das könnt ihr auch in einem Video von Roblox Victor sehen, das irgendwann mal kommt. Ich weiß nicht, ob das schon gekommen ist, ob das heute noch kommt oder morgen. Was auch immer. Er wird ein Video über dieses Spiel machen. Und da sieht man sehr gut, dass diese Welt hier einfach komplett überpowered ist. Ihr seht auch, dass ich jetzt schon wieder 200k Strength habe. Ich weiß auch nicht, warum die Strength jetzt mal 5 gerade ist. Und meine Energy mal 2 oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr, sehr komisch. Ich habe jetzt auch einen Spin freigeschalten am Wheel. Es gibt halt wirklich alles in dem Spiel, was es in anderen Spielen auch gibt. Es gibt nur Wheel. Du kannst überall deine Robux ausgeben. Es ist jetzt nicht so penetrant wie bei anderen Simulatoren zum Beispiel. Das ist schön. 7 Spins habe ich, okay, die mache ich schnell. Aber es ist schon ziemlich penetrant. Aber es ist schon ziemlich auffällig, wie viel du hier ausgeben kannst, sagen wir so. Ich will dieses Strength hier nicht. Hallo, wie oft habe ich die hier gerade bekommen? Ich bekomme die nur. Das ist eine 10% Chance anscheinend. Und ich bekomme es die ganze Zeit. Das kann ja, es kann nicht stimmen, das ist rigged. Das, okay, ich habe was anderes bekommen. Aber es muss rigged sein, gefühlt. So, hier bin ich jetzt auch im Mond. Kann ich hier ein bisschen mehr workouten? Ich will jetzt noch kurz workouten. Weil tatsächlich, das Spiel macht halt wirklich ein bisschen Spaß sogar. Strongman Simulator hat auch auf kurze Zeit Spaß gemacht. Auf Dauer fand ich ihn ein bisschen nervig tatsächlich. Aber so kurzzeitig konnte man ihn schon gut spielen. Ich spare jetzt hier ein bisschen. Brauche ja auch noch ein besseres Pet gleich. Aber das ist jetzt noch nicht Zeit an der Stelle. Warte, ich sehe gerade. Victor hat mich gemoved auf Discord. Der will irgendwas von mir. Was will der von mir? Ich habe es nicht gesehen, weil ich gerade im Streamer-Modus auf Discord bin. Aber er will irgendwas von mir. Das werde ich auch gleich nachschauen. So, ich will jetzt hier noch ein bisschen Dingsen machen. Hier ein bisschen... Nein, ich kann keine 3 Pommes nehmen. 187 Milliarden habe ich. Das ist eigentlich eine gute Zahl. Aber hier, ab zum Event. Ich kaufe mir noch schnell ein Ei. Damit ihr auch noch seht, wie hier die Eier öffnen. Animation ist hier. Das sind die Eier. Und so. Ach, das ist übrigens auch der gleiche Text hier. Yes. Und das ist übrigens auch der gleiche Ding. Und ich habe ein Snowman bekommen. Cool. Ein Epic Pet. Yeah. Mal 19. Gar nicht schlecht, okay. Der ist wirklich gar nicht schlecht. Ich glaube, jetzt sollte ich ein bisschen mehr Coins sogar bekommen an der Stelle. Wenn ich hier rüber trage, ein paar mehr Coins sollte mir das geben. Ja, und das ist sogar schlechter als das, was ich davor genommen habe. Aber Leute, dann würde ich auch an der Stelle sagen, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt was ganz Besonderes. Und zwar, wir suchen nach Pet Simulator X. Und wir spielen heute mal wieder Pet Simulator X Fake Spiele, hätte ich gesagt. Und zwar nicht Pet Simulator X selber, sondern Pet Simulator X Fake Spiele. Oh, da gibt es Squid Game Pets. Pet Clicking Simulator X. Schauen wir uns auch noch an. So, wir spielen als erstes New Pet Simulator X mit einer Katze. Irgendein Fuchs, irgendein Pinguin. Habe ich das Spiel schon gespielt? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. So, Pet Simulator X. Irgendwas wird hier angezeigt. Irgendwas wird hier angezeigt. Es gibt einen Shop, gibt Credits. Und HD Admin gibt es. Und mein Rank ist Admin. Warum ist mein Rank Admin? Es ist jeder Admin, oder? Ja, jeder ist Admin. Und mit Admin hat man ein paar Commands, die man machen kann. Und das hier soll Pet Simulator X sein. Okay, was ist mit meinem Schwert hier los? Kann tatsächlich schlagen, aber irgendwie mache ich den NPCs nicht viel Schaden. So, ich mache Geld, wenn ich diese NPCs zerstöre. Und dann kann ich mich hier weiterkaufen. Und was macht hier ein Lambo? Oh mein Gott, was macht hier ein Lambo? Ich habe einfach ein Lambo, aber mit dem kann ich nicht fahren, leider. So, das heißt, ich muss die NPCs doch noch zerstören hier. Anders geht es leider nicht. Und ich bekomme 15 Cash pro NPC. So, sehr schön. Der NPC bewegt sich sogar. Dann nehmen wir den noch mit. Nehmen wir alle. Alles mit, was wir bekommen können, hätte ich gesagt. So, aber ich habe ja Commands und man kann mich umbringen. Perfekt, danke. So gut. So, was für Commands habe ich als Admin zur Verfügung? Welchen Commands? Was bin ich überhaupt? Als Admin zähle ich tatsächlich als Admin. Und ich habe als Commands zur Verfügung Admin Plus. Ich kann mir Building Tools geben anscheinend. Mal schauen, ob ich mir auch wirklich Building Tools geben kann. Warte, wie? So, Building Tools Roblox Felix. Hat es funktioniert? Ja, habe ich. Okay, gut. Also funktioniert. Ich kann jetzt hier irgendwas bauen. Da sehe ich.
Da, oh, ich habe gerade das Spiel kaputt gemacht, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Ich gebe mir mal Fly auf spontan. So, gut, ich habe schon mal Fly. Habt ihr keine Dinger? Habt ihr Commands hier? Nein, jeder hat die Commands, deswegen, ja. Gut, ich habe hier das Building Tool, das gebe ich mir gleich nochmal. Gut, dann zerstören wir mal den Server ein bisschen. Gib mir mal das Building Tool hier. Warum hat es gar nicht funktioniert da? Doch, okay. Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Okay, what can I do? Ist ja egal. Ich kann hier Zeug machen. Ich kann das verschieben. Ich kann die nehmen und verschieben. Gut, ich kann auch Spieler verschieben. Ah, da ist der Boden. Egal. Ich kann dich hier nehmen und ich kann dich hier mal so schieben. Oder ich kann auch was anderes machen. Warte. Warum bringt ihr mich um? Ach, Mann. Ich habe keine Ahnung von den ganzen Commands. Das sind ein paar Commands, die ich kenne. Und was ich auch noch machen kann, ist... Wie hieß der nochmal? Ich weiß nicht, wie der Command hieß. Ey, wer hat mich so groß gemacht? Ey, okay. Sicher? Ice Cream heißt er? Okay. Dann probieren wir den mal. So. This Command has been disabled. Ah, okay. Schade. So, aber wir können ja das hier machen. Also, der Command ist disabled, aber sowas wie Building Tools sind noch da. Natürlich, Bro. Natürlich. Macht Sinn. Da, hier. Hey. Komm schon. Ha, so, und du bist da weg. Tschüss. Building Tools sind schon sehr, sehr cool. Coming soon. So, was gibt es hier? Nicht viel. Dann weg. Ist schon hier. Oh mein Gott, das Alien Update ist hier. Cool. Und irgendein Planet. Yeah. Und der ist auch weg. Oh, er ist wieder da. Und jetzt ist er weg. Oh mein Gott, du wirst eingesaugt von den Aliens. Oh, ich bin wieder klein. Gut, von den Aliens. Ich soll mein Speed runter machen. Da, mach mein Speed runter. So. Von den Aliens. Aliens, nein. Ja, ich würde sagen, genug von diesem Spiel. So, das nächste Spiel wäre dann der Pet Ranch Simulator, hätte ich gesagt. Machen wir mal den Pet Ranch Simulator. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Also, ja doch, na. Wir schauen mal. Vielleicht wird ja der irgendwas. So, wir haben hier Pets. Cool, yeah, ich kann Pets equippen, yeah. Und die farmen jetzt automatisch hier für mich. Und warum kann ich die Musik nicht ausstellen? Oh mein Gott, nein. So, jetzt ist sie aber aus. Dann habe ich wohl die anderen Soundeffekte auch nicht. Oh mein Gott, diese Pfeile sehen so cool aus. Sie sehen so cool aus. Und hier kann ich mir Eier kaufen. Ich kaufe mir dann mal ein Ei. Und jetzt habe ich noch... einen dieser Hunde, der sehr komische Augen hat für Hunde irgendwie. Und warum sind Katzen mehr wert als Hunde? Verstehe ich nicht. 4 von 4 Pets. So, hier kann ich irgendwas machen. Warum muss ich jetzt eigentlich ein Tutorial anschauen? Ich will mir kein Tutorial anschauen. Muss ich überhaupt, wie viel Geld ich habe? Ich habe keine Ahnung. Es ist... Ach, hier sehe ich, wie viel Geld ich habe. Gut, ich habe jetzt einfach eine Ranch voller Pets, die mir Geld geben. Ich klicke die an und die geben mir Geld dann, oder was? Ey, gib mir mal Geld. 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 Und jetzt kann ich hier hingehen und kann mir irgendwas machen hier. Also irgendwas kaufen. 15.000 kostet ein Ei. So viel Geld habe ich nicht. Das Spiel ist kopiert. Ja, das kann sehr gut sein. Das habe ich mir schon fast gedacht. Weil die eigentliche Idee ist, so eine Ranch ist ganz cool. Und so NPC-Hunde. Sind das Hunde? Keine Ahnung. Was auch immer. Affen. Die haben halt eher Affenschwänze. Egal. Das kann man machen. Aber als ganzes Spielprinzip würde ich es jetzt erstens nicht machen. Oh, und ich habe jetzt auch endlich mal Settings. Kann meine Musik muten und meinen Sound dann wieder einstellen. Bim. Dem, warum wird das immer eine Note höher? Dem, immer eine Note höher. Und jetzt sind wir schon bei der höchsten Note. Und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt gleich irgendwie einen One-Up oder so bekomme. So, hier. 15.000 Coins. Und eine Ice Cat. Yeah. Die hat sogar... Woher habe ich die den Shiny Bunny? No Shiny Version. Was? Hä? Ich verstehe es nicht. Also ich habe einen Shiny Bunny, der kein Shiny Bunny ist anscheinend. Egal. Ich habe jetzt sogar mehr Pets equipped anscheinend. Okay, dann equip ich halt alle Pets. Keine Ahnung, was auch immer. Jetzt sind mehr Pets auf meiner Ranch und ich bekomme 322 Coins pro Sekunde und ich kann hier Coins einsammeln, warum auch immer. Ach, und das hier ist sogar so ein Combo-Bonus. Hey Crofter, seit wann bist du hier? Ich keine Ahnung. Immer wenn jemand bitte nicht stören drin ist, muss ich reinjoinen. Seit wann bist du? Ich habe nicht gehört, dass du gejoint bist. Ich höre das nicht. Du könntest hier seit 40 Minuten AFK chillen. Also ernsthaft, ich habe meine Join-Sounds aus. Wie lange bist du hier? Seit 2 Minuten maximal. Seit 2 Minuten und du hast nichts gesagt. Du bist gekommen und hast nichts gesagt. Ich habe in meinem Mikrofon immer lauter geatmet. Also jemand gehört, ich habe es nicht gehört. Laut geatmet. So habe ich geatmet. Bist du? Wie, was spielst ich? Du? Ich spiele den Pet Ranch Simulator. Ich spiele ja Pet Simulator X Fake Spiele. Ah, da kenne ich ganz gute. Ja, ich kenne ganz schlechte und die probiere ich jetzt alle. Aber Pet Simulator Ranch Dings, da ist doch nicht Pet Simulator. Ich habe nach Pet Simulator X gesucht und das ist mir vorgeschlagen worden. Ich glaube wegen
oder so, wegen den Keyboard-Pads. Wahrscheinlich. Du musst am besten Pet Simulator X Ausrufezeichen Event also komplett kopieren und dann kommen die richtig schlechten Spiele. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier die Spiele, die ich haben will und es sind gute Spiele. Und die spiele ich jetzt. Ach, ich dachte, du suchst die zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss mit denen. Ich muss die anklicken und Coins bekommen, was auch immer. Es ist mir so egal. Nachher in jedem Spiel richtig gut. Macht einfach Kinder, Leute. Macht Kinder. Und gebt mir mehr Geld. Oh mein Gott, ein Epic Angel Dog. So gut. Und ein Wolf. So, jetzt habe ich genug Pets equipped und jetzt bekomme ich sogar 1200 Coins pro Sekunde. Und du, Suchcrafter, du bekommst gar nichts. Nichts. Gar nichts bekommst du. Tut mir das nicht an. Es tut mir leid, Crofter. Crofter, er kommt einfach rein. Er kommt rein, sagt 2 Minuten lang nichts. Ich habe es nicht mitbekommen. Er war einfach da. So, hier ein paar Coins. 200.000 brauche ich, glaube ich, knapp. Dann sparen wir noch schnell auf die 200.000 Coins hier in diesem famosen Spiel. Es ist gar nicht so schlecht, wie ich mir dachte. So. Bei Ranch kannst du deine Ranch upgraden. Ach so, okay. Da kann ich mir dann anscheinend mehr Pets generieren. So. Den nehme ich gleich gar nicht mehr mit. Der ist mir sowas von egal. Dich brauche ich nicht mehr. Ich hole mir jetzt gleich OP-Pads einfach. Ich muss die einfach die ganze Zeit anklicken und dann bekomme ich schon ziemlich viel Cash hier für die. Also ziemlich viel Cash sogar. Kann man die irgendwie upgraden, die Pads? Ja, kann man tatsächlich. Dann machen die ein bisschen mehr hier. Ja, den habe ich jetzt mal ein bisschen upgegradet. Vielleicht bringt die mir mehr. Dann wäre ganz cool. So. Der Angel Dog ist ja auch ziemlich krass tatsächlich sogar. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil der mir, oder nicht weil der mir, weil der ein Epic-Pad ist. Nein, alleine deswegen muss er doch krass sein. Ja, und er hat auch einiges an Stärke, 266 jetzt, weil ich ihn ein bisschen geupgradet habe. So, jetzt habe ich genug für das nächste Ei, würde ich sagen. Sehr schön. Hier, das nächste Ei ist das 210.000er Ei. Mache ich eins davon auf und bekomme einen Blue Butterfly. Und der hat, wie viel? 200. Schlechter als mein Angel Dog tatsächlich. Aber noch ein bisschen billiger zu upgraden hier. So, bisschen mehr Cash hier. Am Absahnen, spontan. Sehr schön. Und dann kaufe ich mir gleich nochmal eins von diesen Eiern. Aber das ist einfach ein Butterfly. Es ist ein Schmetterling. Seht euch ihn an. Er ist so majestätisch. Oh mein Gott, was macht mein Schweinchen oder was es auch immer das ist. Hase, pinke Hase hier draußen, außerhalb vom Garten. Bleib doch mal drinnen. Wer hat dir erlaubt, rauszugehen? So, ich habe jetzt nochmal ein paar mehr Coins dazu bekommen. Knapp 400.000 gleich. Kann ich mir 2 von den 9 Eggs kaufen gleich noch. Mache ich das dann auch. So, hier noch ein Blue Butterfly, ein Wolf, ein Shiny Bunny. Genau das. Alles ist Sapphire Bunny oder was es auch immer ist. Ein Rare Pet ist das. So, die geben mir gut alles gut Coins. Und jetzt kaufe ich mir 2 von den 9 Dingern gleich. So, perfekt. 210.000 kostet eins. Und ich bekomme einen Stone Dog in Ankommen. Sehr schön. Wie viel Prozent hatte das? 9% das Epic. Okay, das ist gar nicht so unselten. Legendary 7% hier. Und nochmal einen Blue Butterfly. Gut. So, wir equippen diese ganze Pets. Ich habe ja noch ein bisschen Platz hier. Perfekt. Und jetzt bekomme ich sogar noch mehr Coins, schätze ich. Gehe ich mal davon aus. Ja, das ist gut Coins, die ich hier bekomme. Den Stone Dog hier kann ich ein bisschen upgraden. Einfach mal spontan. Den Angel noch ein bisschen hier. Der gibt mir jetzt ein bisschen mehr. Gut. Und jetzt kann ich mir gleich noch mal eins dieser Eier kaufen. Was bringt es eigentlich, wenn ich meinen Stall weiter upgrade? Nur mehr Pets. Okay, gut. Nur mehr Pets ist gar nicht so OP. Also es ist schon OP. Und nicht so sehr OP. Und ich brauch's gerade nicht, weil ich nicht so viele Pets habe. Also es ist gar nicht so teuer vorerst. Werde ich wahrscheinlich gleich wahrnehmen, das Ding. So, kaufe ich mir nochmal 2 von denen hier. Von den blauen. Ich bekomme daraus ein Common schon wieder, das hier nicht gescheit ausgeschnitten wurde, sondern irgendeinen Run noch hat. Und noch einen Stone Dog. Der ist gut, aber auch nicht wirklich hochauflösend. Und mit Doppelklick kann ich anscheinend die auch noch ausrüsten. Nicht aufrüsten. So, da bekomme ich auch wieder gut Cash raus. 1 Million bräuchte ich, glaube ich, für das nächste Ei. Stand da. 1,1 Millionen oder so. Dann kaufen wir uns gleich noch eins von denen, hätte ich gesagt. Dann Stone Dog kann ich nochmal ein bisschen upgraden hier. So, sehr schön. Gibt ihr mir ja auch noch ein bisschen mehr Cash hier. So, ja, ihr alle, gebt mir Cash. Gebt mir euer Cash. Ich brauche euer Cash. So, das hier alles. Das hier alles. Nehme ich gerne mit. 1,8 Millionen sogar. Oh Gott, 1,8 Millionen ist nicht billig. Okay, da muss ich tatsächlich ein bisschen sparen dann. Dann sparen wir noch kurz auf die 1,8 Millionen. Aber es soll ja nicht allzu lange dauern. Es geht ja noch. Meine Stone Dogs und mein Angel Dog helfen mir dabei. Also wirklich, dieses Spiel ist gar nicht so schlecht. Ja, man findet es unter Pet Simulator X. Deswegen habe ich gedacht, es ist ein Fake-Spiel.
Wie viele Spiele hat denn das Spiel gerade? 250 und es existiert seit 2019 und hat sogar einige Spiele insgesamt. Also es ist kein Pet Simulator X Fake, aber man findet es darunter, weil es einfach Pet Ranch Simulator oder so heißt. Und es ist wirklich ein okayes Spiel, man kann es spielen, finde ich. Also ganz ehrlich, ja, der war am Anfang ein bisschen zu kritisch, glaube ich, aber jetzt so die Ranch, die Grundidee gefällt mir wirklich. Die Pets sind zwar ein bisschen komisch und die fliegen halt einfach auch nur rum. Das ist komisch, aber so vom Prinzip her ein gar nicht so schlechtes Spiel. Macht sogar wirklich einigermaßen Spaß, finde ich. Kann man gut spielen, so zum Zeitvertreiben mal. So, jetzt soll ich aber auch bitte endlich bald mal bei den 1,8 Millionen sein. Hier, hier, hier. Das hier. Da, 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 da. So. Hier. Das und das und das. Und hier. Perfekt. Gut. 1,8 Millionen. Das sollte jetzt reichen. Dann kann ich das hier machen. Rebirthen kann man auch ab 500 Millionen. Okay. Das ist sehr, sehr teuer schon. Werde ich vorerst noch nicht machen. 1,820. Die habe ich. Dann kaufe ich mir eins von denen und ich bekomme sogar eine Ankommen. Midnight Cat. Sehr schön. Die hat 800. Okay. 800 ist sehr, sehr gut an der Stelle. So, dann hole ich mir jetzt auch noch eine neue Ranch, weil ich kann es ja. Und so, ich grade die gleich noch ein bisschen ab. Deswegen sammle ich hier ein paar Coins, weil die will ich noch schnell upgraden gleich. So, diese Anzahl an Coins sollte vorerst schon mal reichen. So, Pets. Und jetzt so ein bisschen konnte ich die upgraden. Auf Level 14 sogar. Die hat jetzt 1100. Und jetzt rüste ich die, glaube ich, einfach mal hier aus. Und dann habe ich so einen schon 6000 hier. Das hat mir gerade sehr, sehr stark weitergeholfen. Ich bekomme jetzt bei einem zweifachen Boost schon 12.000. Davor waren es noch 8.000. Also ein so ein Pet war schon sehr, sehr stark. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt noch uns in ein letztes Pet Simulator X Fake-Spiel sozusagen an. Und zwar würde ich sagen, gehen wir auf 5 Millionen irgendwas Klicks Pet Clicking Simulator X. Ja, da sieht man, das ist schon mal sehr inspiriert und man wollte diese Tags mitnehmen, eindeutig. Man hat ja auch diese Squid Game Dinger mitgenommen und dort Pet Simulator X auch noch in den Tags extra geschrieben. Also, das ist schon mit Absicht so gemacht worden. So, hier müssen wir jetzt aber klicken. Hier können wir klicken. Gut, dann klicken wir mal, hätte ich gesagt, und holen uns ein paar Klicks hier ab. Und man bekommt instant 150.000 Klicks. Okay, ist sehr schön. Das ist gar nicht so wenig. Und hier kann ich irgendwas für Gems kaufen. Nein, danke. Brauche ich nicht. Der Auto-Clicker-Free. Nee, danke. So, für irgendwelche Klicks kann ich mir hier Pets kaufen. Also ich mache Klicks und bekomme dafür Pets anscheinend. So, das sind Gem-Dinger. Nee, danke. 100 QD, QN, SX, C, N, O, DE, QDE. Okay, ich bin bei den falschen Eiern, glaube ich. Oder? Bin ich bei den falschen Eiern? Ich weiß es gar nicht. Weil wenn, dann müsste ich sehr, sehr lange farmen, wenn ich nicht bei den falschen Eiern wäre. Das sind Robux-Eggs hier. YouTuber-Robux-Eggs. Oh mein Gott, YouTuber-Robux-Eggs. Ich bin ein YouTuber. Also, das sind YouTuber-Pets drin. Okay, das ist, also, das ist ich. Keine Ahnung. Das ist, Flamingo und das ist, ja, Ash, Mengplays. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Ich kenne die englischen YouTuber nicht. Was weiß ich, Bro? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was sind diese Ringe hier überhaupt? Bringen mir auch nichts. So, irgendwas. Event-Eggs bekomme ich hier. Da kann ich... Okay, nee. Die sind mir ein bisschen zu teuer wieder. Ab 5 Milliarden gibt es das erste Egg. Das kann ja nicht sein, oder? Ich muss 5 Milliarden für das erste Egg farmen. Hä, das ist ja mega teuer. Sollen wir jetzt wirklich 5 Milliarden gehen? Schauen wir das, Leute? Auf 5 Milliarden zu farmen? Ich glaube, das ist schwer möglich. Oder gibt es hier noch andere Eggs, die man machen könnte? Gibt es hier noch andere Eggs, die man hier öffnen könnte. Hier, komm, ich weiß, wo günstige sind. Okay, ich komme mit. Also, hier. Ja, ich sehe es. Da sind die Basic Eggs. Ich hätte einfach mal draufschauen können. 500.000, 200... Ja, 200 ist gar nicht so viel. Ja, wir nehmen ein paar von diesen 500.000. Ja, ich brauche natürlich einen Game Pass dafür, um das hier freischalten zu können. Eine Sun-Maus. Das sind die Standard Interbyte Studios oder wie die Dinger heißen. Pets, glaube ich, oder? Die sehen nämlich sehr, sehr ähnlich dazu aus. Also es sind die Standard-Pets, die du dir for free aus der Toolbox nehmen kannst. So, noch ein Sun-Dog. Wie viele Pets kann ich denn equippen hier? 5 Pets kann ich equippen. Dann equippen wir das einfach mal. Da kann ich zum Beispiel jetzt nicht Doppelklick machen, aber die geben mir einen guten Boost tatsächlich mal 125 alle. Und dann soll ich jetzt tatsächlich schon bald bessere Dinger... Ach so, nee, plus 125. Nicht mal 125. Das heißt, die geben mir fast nichts dazu. Also, Real Talk. Die sind ziemlich, ziemlich schlecht. Und mit ziemlich, ziemlich schlecht meine ich ziemlich, ziemlich schlecht. Da steht zwar mal, aber die geben dir nur plus. Oh, Junge. Da weiß wohl jemand nicht, wie man ein Spiel codet. Hat nach einem Tutorial irgendwas gemacht. Was sind VG überhaupt? Was soll denn VG sein? QD? Ab 5 Milliarden bekomme ich welche.
Wie soll ich jemals auf 5 Milliarden kommen, Leute? Vielleicht rebirthen für mehr Klicks? Okay, rebirthen wäre... Stimmt, rebirthen ist auch eine Möglichkeit. Rebirthen hilft mir tatsächlich, okay. Ich beschwere mich nicht mehr, Leute. Ich beschwere mich nicht mehr. Ich rebirthe jetzt mal ein bisschen hier. Da, hier ein bisschen rebirthen, Leute. Man sollte sich einfach mal das Spiel anschauen, bevor man sich irgendwo drüber beschwert. Was ich natürlich nicht gemacht habe und habe mich einfach so beschwert über Sachen. Ich bekomme tatsächlich auch ein paar Gems dazu, immer für einen Rebirth. So, hier, perfekt. Ich kann einfach einmal klicken und immer rebirthen. Und das kann ich, glaube ich, unendlich lange machen fast. Ich kann das ewig machen. Einmal klicken, rebirthen. So, wie lange mache ich das jetzt noch? Ein bisschen noch. So, wir haben es gleich. So, jetzt reicht's aber, würde ich sagen. Jetzt reicht's. Und jetzt habe ich genug gerebirthed. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ich doch noch kommen kann mit dem Zeug. Hier, ich habe tatsächlich schon ein paar Millionen dazu bekommen. Ein paar wenige Millionen. Jetzt habe ich sogar ein paar Milliarden hier. Und hier kann ich mir jetzt dieses Milliardeneck kaufen. 5 Milliardeneck war hier. Und da bekomme ich einen Magic Hack. Der ist kommen. Dann gibt es ein Rare und es gibt ein Secret für 1,5%. 1,5% ist aber gar nicht so ein krasses Secret tatsächlich. Ja, egal, machen wir noch ein bisschen hier auf. Ein paar Magic Hats hier. So, noch ein Magic Hat hätte ich gesagt. Oder ein Ding aufmachen. Nochmal ein Magic Hat. Perfekt. Und jetzt darf ich die ganzen Dinger wieder so unequippen. Wir wollen doch einen Unequip-Button im Pet Simulator X. Und ich dachte, das ist Pet Simulator X. Gib mir doch wenigstens einen Equip-Button dann hier. Wenn ich schon keinen Unequip-Button hier bekomme. So, da steht jetzt auch nochmal Mal. Aber ich glaube, dieses Mal zählt nicht. Doch, hier tatsächlich schon. Ach, okay. Mann, warum bin ich auch so dumm? Hier steht sogar Unequip All. Ich sehe heute überhaupt nichts, was ich sehen sollte. Also überhaupt nichts. Irgendwas ist los mit mir, Leute. Irgendwas ist los. Ja, aber hier habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Trillion. Ich glaube, ich bräuchte ein paar Trillion Coins oder so. Egal. So, wir rebirthen jetzt nochmal, weil ich bekomme dafür ziemlich, ziemlich viele Gems sogar. Wenn ich hier mal kurz rebirthe. Ich habe schon ein paar Milliarden Gems. Kann ich mit Milliarden Gems schon was anfangen hier? Irgendein Ei aufmachen? 200 Trillion, 5 Milliarden bräuchte ich, okay. 5 Milliarden schaffe ich, das ist möglich. So, hier, jetzt habe ich 5 Milliarden und jetzt machen wir mal ein Ei für 5 Milliarden Gems auf und daraus bekomme ich eine 30k Cat. Oh mein Gott, yeah. Und die 30k Cat ist schlechter als die anderen Pets. Perfekt. Sehr, sehr gut. Wow, stark. Heute spiele ich mal wieder den Delivery Man Simulator und der ist ja sehr, sehr ähnlich zu Pet Simulator X, wie wir wissen. So, wir nehmen High Quality natürlich, weil wir brauchen die High Quality. Stimmt, ich bin tatsächlich schon einigermaßen experienced in diesem Game, glaube ich. Und ich habe auch irgendein Pet, das falsch rum an mir rumgeht. Ja, ich habe irgend so einen Domortus, der... Ja, nicht so gut aussieht. So, wie ging das Spiel nochmal? Ich kann hier einmal mal spinnen einfach. Ich habe eins. Oh, und ich habe direkt noch so einen Demortus bekommen. Einfach 1% Chance. 2 Demons Demortus. Den anderen Serpent Demon hätte ich auch gerne genommen. Das wäre sogar ein Dreifacher gewesen. Oh, und ich kann rebirthen. Stimmt, das gibt's auch. Okay, ich rebirth jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Nein, meine Boosts sind weg. Warum sind meine Boosts? Okay, ich habe genug davon. Das wird nicht das Problem sein. Die Boosts habe ich noch genug übrig. So, wie funktioniert das hier nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das nochmal ging. Wir werden sehen, Leute. Es gibt ein neues Event. Was ist das? Ist das ein Winter-Event oder so? Keine Ahnung. Ich workout jetzt hier einfach mal. Ich habe jetzt schon, knapp 1000 Strength fast. Stark. Über 1000 Strength einfach. Direkt. Das heißt, ich kann hier schon alles nehmen, oder? 66 Strength hier. Ich kann einfach schon alles nehmen. Real Talk. So easy, dieses Spiel. 62. Okay. Diese Area kann ich für 1000 Energy kaufen. Ich dachte, das wäre die Halloween-Area gewesen. Irgendeine Event-Area war das immer, oder? Weiß es gar nicht mehr. Ja, ich kann zwei von diesen Kisten mal nehmen. So, da bekomme ich ein bisschen Energie. Jetzt habe ich 3,6 Millionen und da kann ich mal 35 Stärke einfach workouten. Und jetzt natürlich den Handstand. Ihr wisst, Leute. Ihr wisst und ich bekomme die ganze Zeit irgendwelche Rank-Ups, Season-Level-Rank-Ups. Shit, da gab es neben Game Pass oder so. Sehr, sehr stark. Es gab einen Game Pass. Es ist so ein Season-Pass. Kann ich mich noch dran erinnern, aber wo finde ich den? Ich fand dieses GI schon immer sehr, sehr komisch. Da passt Rewards. Nein, dafür muss ich Robux zahlen. Ich will keine Robux zahlen. Hier, das kann ich mir einfach so einsammeln. Ich weiß zwar nicht mehr, was mir das gibt alles, aber ich habe jetzt irgendwas bekommen. Wird schon passen so. Sicherlich. So, hier 25.000 Strength und das hat 60.000. Da nehme ich einfach mal drei von denen hier. Auf entspannt. Natürlich nehme ich so viele Kisten auf einmal. Ist ja klar, dass es geht. Ist ja easy, einfach die ganzen Kisten hier zu nehmen. Jetzt habe ich schon 300 Millionen einfach. Perfekt. Das geht schneller als erwartet. Ich kann mir auch schon bessere Pets holen, oder? Wie viel kosten denn so ein Pet hier? OP-Pets oder so. Wie viel kosten die Pets hier? Zeigen wir mal. Du kostest 1,8 Milliarden. Das ist schon ein bisschen teurer als erwartet. Egal, ich workoute jetzt. Dann kann ich die Kiste da drüben ja gleich mitnehmen. 3 Stück von denen. Und dann habe ich die 1,8 Milliarden ziemlich schnell voll normalerweise. Wir werden sehen. Oh, hier.
hier workout ich aber schon lange. Weil ich habe jetzt, ja, bisschen was habe ich schon verbraucht. Aber ich bekomme auch sehr, sehr viel Stärke dazu. Einfach der Typ da hinten nimmt diese riesen Kisten. Ihr seht es, Leute, seht ihr es? Jetzt nehmen wir die Kisten und er trägt sie einfach drüber. So ein Ehrenmann. Diese Event-Area ist halt einfach schon gefühlt die stärkste vom Anfang an. Das ist so die stärkste Area, die du haben kannst. Merkt ihr überhaupt die Pet Simulator X-Referenzen in diesem Spiel? Also, es gibt schon einige. Natürlich, diese Two Demons hier, man kennt sie, diese Referenz. Dann das Inventar sieht auch ein bisschen ähnlich aus. Der Shop, ja, die Boosts, ich weiß ja nicht. Also, irgendwie sieht das ein bisschen ähnlich aus. Kann man sich fast denken, oh, man kann sich Pet Storage für Robots kaufen, Fast Hatch und so. Oh, stimmt, hey. Irgendwo erkenne ich das, glaube ich. Nein, es erinnert schon sehr stark an Pet Simulator X. Aber ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ganz ehrlich, ist nicht unbedingt was Schlechtes. Kann man ja machen. Oh, ich bin schon 7 Level 18. Ich war davor Level 10. Jetzt bin ich schon Level 20. Okay. Ich farm jetzt hier ein bisschen auf dieses 1,8 Milliarden Eck, weil da sehe ich, glaube ich, krasse Pets rausbekommen. Also im Normalfall sollte ich da sehr, sehr gute Pets bekommen. Wir schauen einfach mal, was ich hier so gleich rausbekomme. Ich habe ja schon 1,3 Milliarden, fast 1,4. 1,8 sollte locker gehen. So, perfekt. Und noch einmal hier 3 auf einmal nehmen. Hier delivern auf entspannt. Und jetzt können wir hier einfach sowas kaufen. Perfekt. Und aus 7 Ei bekomme ich doch safe ein gutes Pet. Ein Snowman, der ist epic. Okay, das ist das Schlechteste fast, was du ziehen kannst. Aber ich will mich noch nicht beschweren. Der hat mal 19. Okay, der hat einfach mal 19. Perfekt. Irgendwie ist der stärker als das, was ich davor hatte. Ja, direkt 700 Milliarden. Millionen. Dann werde ich mir, glaube ich, noch ein paar von denen holen. Da noch einmal direkt. Und ich kann mir noch so ein OP-Pad einfach gönnen. Auf entspannt. Und ich könnte sogar schon 61 mal rebirthen jetzt. Aber nee, dann verzichte ich noch drauf. Hier, ein Seal, der ist rare. Achso, ja, das ist der schlechtere. Okay, gut. Der hat 15. Nehmen wir natürlich auch mit. Kann man nichts sagen dagegen. Ist immer noch stärker als meine Demons. Das Gute an den Demons ist halt, nachdem ich rebirthe, bleiben die da. Das ist bei dem Seal und bei dem Snowman nicht. Die gehen dann weg. Aber der Seal, nein, der Demon bleibt da. Sowas. Der Demon bleibt da. So, schauen wir mal. Noch einmal öffnen. Auf entspannt. Und ich bekomme noch einen Seal. Okay. Ja, nehmen wir mit. Sagen wir es so. Wir nehmen ihn mit. Genauso wie davor. Ich würde jetzt einmal hier machen. Auf entspannt. Und ich würde hier meine Pet Strength ein bisschen verbessern auch noch. Kann zwar ein bisschen dauern, aber ja, es geht einigermaßen schnell. So, 1 Million Strength wäre schon mal gut. Ja, ich kann mir sogar, glaube ich, ein bisschen mehr sogar leisten von diesem hier, oder? Es könnte knapp werden. Ich glaube tatsächlich, dass ich gar nicht auf die 1 Million komme. Ich werde nicht mal auf die 1 Million kommen. So sad einfach. Ja, oder? Es wird knapp. Es wird sehr, sehr knapp. Schau, wie das? Oh, ich hab's noch geschafft. 1 Million. Sehr gut. Jetzt bin ich wieder in der normalen Welt und hier bekomme ich, keine Ahnung was, hier, ich kann ja mit diesen Dingern, das haben die immer noch nicht gefixt. Du kannst dich einfach schneller machen, weil, ja, irgendwas funktioniert hier einfach nicht gescheit. Ist ja egal. So, ich kann jetzt zum Game Pass gehen, der hier auch abgeschnitten ist einfach. Warum ist der eigentlich hier abgeschnitten? Also, das Icon hier ist einfach abgeschnitten. Keine Ahnung. Egal, ich gönne mir jetzt die Pass Rewards. Auf entspannt, Leute. Auf entspannt die Pass Rewards. Wie viel bekomme ich denn überhaupt? Das ist Level 23 sogar. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Irgendwas allzu schlecht, das wird schon nicht gewesen sein. Oh, eine Goldmaschine. Ich glaube, dann sollte ich sogar... Warte, Leute. Dann gehe ich zum Event zurück und ich hole mir mehr von diesen Snowmans oder Seals. Ich mache die auf Gold. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich davon brauche, aber das wird schon gehen. Ich glaube, dass ich mir jetzt 6 von denen brauche, oder? Auf Gold. Ja, sagen wir einfach auf guter Pet Simulator X-Manier werden das wahrscheinlich 6 Stück sein, oder? Ja. Deswegen werde ich ein paar von diesen hier aufmachen. Ich habe jetzt gerade schon wieder nur 2 Kisten genommen. Ich sollte vielleicht ein paar mehr nehmen, damit ich auch nicht die ganze Zeit so viel laufe und es sich auch lohnt. Ein bisschen mehr. So, 3 Kisten auf einmal. Sehr schön. Gönnt man sich ja sonst nichts an der Stelle. So, und perfekt. 8 Milliarden. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Wir werden sehen. Vielleicht bekomme ich ja sogar noch ein besseres Pet. Hier, solche Pets, die einfach gefühlt unmöglich zu ziehen sind. Wir werden ja sehen. Oh, direkt noch ein Snowman. Stark. Ist besser als der Seal. Dann noch ein Seal. Sehr, sehr schön. Und jetzt noch 2 Seals oder so. Oh, noch ein Snowman. Okay, okay, okay. Mal sehen, was ich sonst noch... Noch ein Snowman? Oh, und ich habe keine Energy mehr. Nee, ich würde mir gerne keine Energy über Robux kaufen. Ich glaube, ich schaffe das auch so. Ich glaube, das geht so auch. So, das heißt aber, dass ich jetzt... Warte, ich kann ja jetzt erstmal hier de-equippen und meine Snowmans equippen. Aber ich brauche noch ein paar mehr von diesen jetzt. Ich brauche noch ein paar mehr, weil ich will 1 Golden machen zumindest. So, das mit dem, dass du schneller wirst, ist im Speedman-Simulator auch. Ja, aber die Strategie oder so dahinter... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es direkt vom Strongman-Simulator kommt. Aber Strongman-Simulator hat es auch gemacht. Und dort wird es so umgesetzt, dass du einfach langsamer wirst. Ich glaube, dass da einfach irgendwas schlecht optimiert wurde. Oder sie einfach nicht wussten, wie sie es richtig umsetzen sollten. Und
deswegen das so gemacht wurde. Ich kann es jetzt aber auch nicht sicher sagen. Oh, ich habe aber immer noch nicht genug Seals. Ich will jetzt genug haben davon. Kann ich mir überhaupt über die Collection neue Dinge freischalten? Neue Slots wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, über die Pet Collection könnte ich mir wahrscheinlich sogar neue Slots freischalten. Aber ist ja jetzt egal. Ich werde jetzt hier weiter hatchen auf entspannt. Und ich hoffe auf 2 Seals. Einer habe ich schon mal. Und jetzt noch einen. Und ein Snowman. Okay. Aber warte, ich habe jetzt 6 Snowman. Ich nehme noch einen. Ein Ding brauche ich noch. 2 sogar. 2 brauche ich noch. Perfekt. Jetzt kann ich mir auch 2 kaufen. Weil dann könnte ich den Snowman und den Seal sogar auf Gold machen. Gleich, wenn ich jetzt noch einen Seal bekomme, dann brauche ich ja noch ein drittes Pet. Perfekt. Noch ein Snowman. Gut. Und am besten jetzt noch ein Seal. Das wäre stark. Und ich meinte natürlich nicht Rainbow, sondern Gold. Hier, wir gehen irgendwo hin, wo ich Gold machen kann. Da ist die Rainbow-Maschine. Da wollte ich gar nicht hin. Da kann ich mir Gloves kaufen. Stimmt, die gab es auch. Ja, ich habe jetzt sogar Gloves. Brauche Trophäen dafür. Wo sehe ich meine Trophäen? Hier 2 Stück habe ich. Nee, danke. Und Tokens kann ich auch noch ein. Oder die Rebirth-Tokens da, die ich habe. Die werde ich auch noch benutzen gleich. So, Upgrades, das sind die Tokens hier. Ja, richtig. So, Golden Maschinen. Hier kann ich was Golden machen. Lass mich auf entspanntes mal machen. Und ja, es ist das gleiche wie im Pet Simulator einfach. Es ist einfach eins zu eins das gleiche. Perfekt. So, dann den noch. Golden auf entspannt. Success. 38 und 30. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier bei den Upgrades. More Energy kann ich hier upgraden. Walk Speed kann ich auch upgraden, aber das ist sehr, sehr teuer. Training Speed ist auch teuer. Was ist denn nicht teuer hier? Strength from Training. Ich habe gar nicht so viele Tokens, dass ich das jetzt machen kann. Oh, Pets Equipped kann ich hier machen. Für 1400 Tokens. Das ist teuer. Da hier ein bisschen Training Speed einmal. Ich habe nicht genug Tokens. Hä? Ich dachte, meine Tokens sind die Rebirth-Dinger hier. Was sind denn meine Tokens? Ah, da steht's. 65,7 Tokens habe ich. Ja, dann mache ich mehr Energy einfach mal, oder? Ein bisschen. Start with Energy ein bisschen. So. Keine Ahnung, jetzt habe ich mehr Tokens. Woher bekomme ich die Tokens? Das sind doch die Rebirth-Dinger, hätte ich gedacht. Ja, bekomme ich Rebirths und Tokens. Achso, okay. Bekomme die tatsächlich, aber die Rebirth-Dinger hier bleiben einfach anscheinend. Oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Und Trophies bekomme ich woher auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier erstmal weiter, damit ich ein bisschen Strength bekomme. Wie brauche ich denn, um das Zeug hier ziehen zu können? 300k Strength. Dann kann ich hier sogar 3 nehmen. Ich habe ja 1 Million. Dann geht sich das sogar ziemlich gut aus. 12 Milliarden auf einmal. Stark. Sehr, sehr gut. Und permanent kann ich hier machen. Dafür brauche ich aber auch Tokens, oder? Ich brauche für dieses Pet zum Beispiel 1500 Tokens. Die habe ich jetzt aber tatsächlich gar nicht. Schade. Jetzt habe ich gar keine Tokens dafür. Bekomme ich beim Pass noch Rewards? Ja, bekomme ich. Aber nur 2 Stück leider. Wie weit geht dann der Pass? Bis Level 100. Oh nein, Level 70. Okay. Hätte schon fast gedacht, der geht einfach bis Level 100 oder so. Oh, ich kann einen so einen Card nehmen. Perfekt. Und 10 Millionen brauche ich für das. 10 Millionen Strength. Ich habe 1 Million. 5 Millionen für die Area. Und für die Area brauche ich 1 Million. Oh, da kann ich sogar rein. So, was kann ich hier schleppen? Da war ich schon mal, glaube ich, hier. Ich glaube, hier war ich schon mal. Und ich konnte einfach nicht schleppen, weil ich hier 15 Millionen brauche. Ja, ich brauche hier unmenschlich viel. Stimmt, das war's. So, das Fleisch hier ist das billigste oder das, was ich am leichtesten nehmen kann. Und 2,25 Millionen Strength. So viel habe ich auch noch nicht ganz. Aber ich will jetzt auch zum Event gehen und einfach hier weiter workouten auf entspannt. Hätte ich gesagt. So, hier auf entspannt weiter workouten. Kopfstand und mal ein bisschen Strength gainen. Oh, es gibt ja sogar einen Friend-Multiplier, sehe ich gerade. Schade, leider habe ich keine Freunde. Passiert, Bro. Passiert. Oh, die Milliarden gehen tatsächlich einigermaßen schnell weg. Ich gaine einiges an Strength. Oh, es gibt sogar ein Hoverboard mittlerweile. Warte, für bloß muss ich 1000 Winter Eggs hatchen. 1000 Winter Eggs. Wo sind die Winter Eggs? Oder ich gebe 200 Robux aus. Nee, danke. Und hier kann ich auch irgendwelche Packs kaufen. Oh mein Gott, eine permanente Katze. Woher diese Katze wohl inspiriert ist? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. So, perfekt. 2 habe ich jetzt, bekomme ich auch schon. Also ich bekomme für jeweils 10.000 immer einen Rebirth dazu. So sieht's wohl aus. Kann ich jetzt dieses Rindfleisch schon nehmen? Ich glaube noch nicht ganz tatsächlich. Stimmt, ja, das kann ich noch nicht ganz nehmen. Hier, ich mache jetzt einfach mal noch hier kurz. Beziehungsweise, nein, ich teleportiere mich zur Candy. Ja, Candy, dann nehme ich. Ich kann 2 von diesen Wägen einfach nehmen. Einfach 2 von diesen Wägen nehmen. 27 Milliarden. Und dann sollte ich jetzt auch gleich genug haben, damit ich so ein Rindfleisch oder was das war, gleich einfach schleppen kann. Oh, und jetzt mache ich sogar Sit-Ups. Oh mein Gott. Ich mache einfach Sit-Ups, Leute. So krass. Und ich habe mir einen Spin dazu verdient. Wie von denen habe ich noch? Ey, meine Milliarden waren ganz sehr, sehr schnell weg für mir. 300 Millionen kostet ein Ding schon. Okay. Aber ich habe vielleicht sogar fast genug für das Rindfleisch. Wir werden sehen. Ich gehe jetzt mal zum Beach. Und hier sollte ich ja noch spinnen können. Sehe ich irgendwo, wie viele Spins ich habe? Ah, 11 Spins habe ich. Dann, ich habe einmal Double Strength. Dann habe ich jetzt nochmal Double Strength. Und Double Strength. Und Double Strength. Oh, 400 Energy. Wie cool. Yeah. Nochmal 400 Energy. Ich liebe es. Nochmal Double Strength. Auf entspannt. 150 Strength dazu. Danke dir. So nett. Nochmal Double Strength. Und 400 Energy. Und der letzte Spin ist nochmal 400 Energy. Yeah. Das habe ich gebraucht. Es gibt sogar Daily Rewards, sehe ich. Die kann ich mir auch eigentlich mal abholen auf entspannt, oder? Ja, habe ich jetzt gemacht. Hat sich vielleicht gelohnt. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt einmal so ein Rindfleisch mitnehmen. Hier in der Cherry-Welt. Ja, wie die Cherry-Welt. Da ist
Small Box steht da. Es ist Rindfleisch, Leute. Steak uncooked steht doch da. Hier sehen wir es, Leute. Steak uncooked steht da. Perfekt. So, wie würde so eine Wassermelone kosten? Wie viel Stärke? 3,35. Die habe ich nicht. Ich würde sagen, ich trainiere nochmal in der Eventwelt. Auf entspannt. Einmal noch kurz trainieren. Ein paar Sit-Ups machen. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Die Sit-Ups müssen gegönnt werden. Ich habe sogar ein paar Milliarden noch. Aber die gehen auch sehr, sehr schnell weg. 2,5 Millionen könnte ich noch schaffen. Ja, okay, die schaffe ich noch. Vielleicht sogar 2,6. Ich glaube eher nicht, oder? Weiß nicht. Ich kann das immer sehr, sehr schlecht einschätzen. Ja, okay, die 2,6 schaffe ich genau noch. Perfekt. Und jetzt würde ich sagen, rebirth ich auch nochmal. Da bekomme ich sogar ein paar Tokens. So, perfekt. Ich habe irgendwas bekommen. Ja, ich habe gerebirft. Sehr schön. 100.000 Energie starte ich sogar. Okay. Und hier kann ich auch entspannt exercisen. Da kann ich hier jetzt mir erstmal, bis ich 1.000 Stärke habe, exercisen. Das sollte gleich sein. Hallo. Ich will aufhören. Da, hier. Und ich habe meine Pets gar nicht equipped. Das soll ich vielleicht noch machen. Das wäre tatsächlich noch besser hier. Wenn ich die equippe, dann geht das noch schneller beim Exercisen. Nee, geht's nicht. Ist egal. Ich gehe zum Event. Ich muss das Event noch freischalten. Da muss ich ja erstmal hinlaufen. Wie unnötig. So, gehen wir da hin. Kaufe ich das auf. Und hier könnte ich jetzt theoretisch einfach wieder weiter exercisen mit der Stärke. Und da geht es sogar ein bisschen schneller. Und ich könnte jetzt schon wieder direkt rebirthen. Stark. So, ich teleportiere mich schnell zur City. Kann ich da meine Tokens einsetzen? Hier, da, also da sind die Upgrades. Sagen wir mal, wenn ich meine Tokens benutzen. Ich habe 349 Tokens. Das ist mehr, als ich dachte. Okay, ich habe 349 Tokens. Ich würde die Training Speed ein bisschen erhöhen. Tatsächlich sehr viel erhöht jetzt. Walk Speed nicht. Pet Storage brauche ich auch nicht so sehr. Trophy Shows. Weiß nicht, bringt mir das viel? Weiß es gar nicht. More Strength vom Training wäre stark gewesen. Aber ist ja jetzt egal. Ich gehe jetzt einfach mir ein bisschen mehr Energy einfach. So, mehr Energie. Und machen wir mehr Trophies Chance. Und jetzt kann ich mir noch einmal Walk Speed kaufen. Perfekt. Und den Rest einfach noch in Energy basten. Sehr gut. Haben wir das auch? Bin ich jetzt sogar schneller? Ich weiß es nicht. Trophies habe ich heute die ganze Zeit nicht bekommen. Hier. Pass Rewards will ich noch schnell nachschauen. Habe ich irgendwas bekommen? So, neue Pass Rewards. Ja, hier einmal. Perfekt. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.